in der Aufnahme machen. Hallo, liebe YouTube-Zuschauer, herzlich willkommen. Das ging voll schnell. OBS hat heute richtig schnell reagiert. Wir sind heute in einem außerplanmäßigen Sims-Stream sozusagen, weil ich wollte ja das Haus noch bauen und deswegen habe ich jetzt einfach für heute auch einen Sims-Stream angesetzt, obwohl wir eigentlich erst am Mittwoch wieder Sims spielen. Aber ja, deswegen machen wir es jetzt doch im Stream. Ich wollte ja erst ein Speedbild machen. Deswegen sind wir hier auf Twitch mit dem wunderbaren Twitch-Chat, der natürlich auch fleißig wie immer Hallo sagt. Also kommt gerne auch mal vorbei, wenn ihr Lust habt. twitch.tv/simfinity_nina. Nee, ich glaube, dieses Video geht nicht mehr vom Mittwoch online, weil ich wollte mich gerade sagen, am Mittwoch haben wir so einen super exciting Stream, weil ich da ja dann mein Projekt verkünde, aber wahrscheinlich geht dieses Video eh später online, so wie ich mich kenne. Naja, aber ansonsten spielen wir am Mittwoch dann normal weiter. Heute wird dann nur gebaut. Ich dachte, dann machen wir das so und genau, das sind die wunderbaren Twitch-Leute. Also könnt ihr gerne in den Kommentaren einmal Hallo zurück sagen, wenn ihr wollt. Ich habe schon gesehen, dass ihr ganz fleißig Hallo schreibt, also in den Kommentaren, habe ich mich sehr darüber gefreut. Okay, so, das ist der, achso, ich wollte gerade ein Recap geben, was beim letzten Mal passiert ist. Also wir spielen ja die Barbie Legacy, das ist unsere wunderbare Barbie Roberts und sie hat beim letzten Mal dann ihren Ken gefunden, das ist der liebe Laurent und er hat eine Menge Geld mitgebracht, obwohl es jetzt schon nicht mehr so eine Menge ist. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen übertrieben. Ich bin auch irgendwo gewillt, das Haus nochmal... Nein, wir reißen es nicht ab. Es ist ein süßes Haus. Es ist ein süßes Haus. ich wollte gerade sagen, das Haus nochmal abzureißen, aber es ist schon sehr süß. Also schon auch ein Barbie-Haus und so. Wie gesagt, wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel Geld. Ich überlege gerade, ob wir erstmal noch nur eine Etage machen. Dass wir die obere Etage nochmal wegnehmen. Dass wir nur eine Etage haben, weil es ist ja schon krass, dass wir halt dann von jetzt auf gleich halt quasi direkt so ein großes Haus haben, weil mit 10.000 Simoleons kriegen wir das Haus halt eh nicht eingerichtet und dann haben wir halt ein halbleeres Haus und ich glaube, da macht das mehr Sinn, dass wir die obere Etage nochmal ausmachen, wegmachen und dafür nur die untere einrichten und dann hinterher machen wir dann ein größeres Haus. Ich glaube, ich finde, also ich glaube, das ist ein guter Plan. Schon cute das Haus, ja voll. Finde ich auch sehr süß. Haben wir gut entworfen. Sims-Woche am Montag lieben wir. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ne? So ist das. Genau, achso, ja, und Laurent hat, wie gesagt, halt Geld mitgebracht, ne? Die zwei sind in love, also die lieben sich über alles. Wir haben auch noch eine Katze, das ist die Josie. Das ist ja auch ein Teil der Challenge. Falls ihr die Regeln nicht kennt, Ausrufezeichen Challenge. Aber wie gesagt, wir werden heute eh kein Gameplay machen. Das machen wir dann am Mittwoch wieder. Mach einfach die Treppe weg und lass die obere Etage. Ja, aber ich meine so fürs Mindset, dass ich irgendwie das auch süß fände, wenn wir jetzt erstmal noch ein kleineres Haus haben. Also wisst ihr, dass das... Ich glaube, ja, ich glaube, wir machen das. Dass wir, einfach ein Haus haben. Können wir theoretisch... Nee, können wir... Oder? Dass wir die Dächer quasi da drauf machen? Easy. Weil wir sind ja noch am Anfang unseres Lebens. Für die Kinder, ja, Leute, also, ne, es wird hinterher auch ein größeres Haus geben. Aber für den Moment ist das, glaube ich, so erstmal besser. Aber ich glaube, dann sind die Fenster jetzt noch zu groß, oder? Dann müssen die dann einen höher machen. Ich glaube, so ist schöner. So ein rosa Bungalow wäre schon cute. Ja, genau. Dass wir uns dann halt so langsam hocharbeiten und sobald dann, also wenn das erste Kind dann da ist, dann erweitern wir nochmal ein bisschen und so weiter und so fort. 6.000 km mehr, damit lässt sich doch was anfangen. Ja, genau. Und so können wir uns halt jetzt wirklich ein schönes Haus einrichten. Und haben nicht halt nur so
the bare minimum quasi. Und schon sind wir wieder reich. So ist es nämlich. Lauri, danke für die 6 Monate und Sandra, danke für die 4 Monate. Vielen, vielen Dank. Findest du auch besser? Ja. Ich glaube, auf Dauer ist das schon gut. Ich würde, also das hier finde ich, sieht noch komisch aus. Ich glaube, wir machen die Veranda da auch einen Ticken größer. Kann man hier drunter... Ah, nee. Hä? Wie kann ich hier so einen Balken hinmachen? Oder geht das nicht? Oder geht das hier mit? Ah, damit geht das. Okay. Ich glaube, das fände ich sehr süß. Was ist denn hier schon wieder? Subby Action. Ellie, danke schön für die 35 Monate. Ich danke dir von Herzen. Und Jenny, danke für die 16 Monate. Ach, wenn ich einen Boden platziere, geht das auch? Also hier oben meinst du, ne? Hä? Warum haben wir denn da überhaupt keinen? Ach so, weil ich das gelöscht habe, ne? Aber ist ja auch egal, weil wir können das ja einfach mit dem Balken hier machen. Die Frage ist nur, welchem? Welcher sieht denn, welcher passt zu dem? Das ist schon sehr süß, oder? Oh, ist das cute. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Süß, ne? Damit sieht es sicherlich direkt rund aus. Voll! Das macht so einen großen Unterschied. Und das wusste ich auch vor lange nicht, dass es gibt. Also das habt ihr mir auch erst gezeigt. Barry Barbie, finde ich auch. Carla, mach's gut. Wir müssen mit dem Hund von meinem Freund zum Tierarzt. Oh no, ich hoffe, es ist nicht allzu Schlimmes. Und ja, macht's gut. Schreit nach Barbie, finde ich auch. Muss unter das Dach einen Boden platzieren, dann kannst du die Umrandung nutzen. Ja, aber so kann ich doch nicht... Ach so, ich habe das Gitter ausgemacht. Aber wenn ich das Dach wegmache... Ah, so. Hä, aber da ist doch ein Boden. Also, hä? Ist ja auch egal, wir haben es ja jetzt so gemacht. Aber das ist komisch. Josi, Hallöchen, kommst absolut super rechtzeitig. Genau pünktlich, würde ich sogar schon sagen. Aber so finde ich noch schöner. Wartet mal. Dann machen wir das jetzt noch einen Ticken rein. Ach, geht nicht mehr. Haben wir schon. Wenn wir das so und dann vielleicht noch... Ach. Warte. Ich hab's gleich, Leute. Ah, hier. So. Okay. Das Spiel erkennt das nicht. Ja, ist jetzt auch wurscht. Also das war ja sowieso nur, bevor ich das mit dem Balken entdeckt habe. Der ist ja sowieso viel schöner. 10 Minuten weg und schon fehlt eine ganze Etage. Ja, wir haben uns dazu entschieden, dass wir erstmal, also wir wollen erstmal humble beginnings haben, Leute. Wir wollen erstmal ganz easy peasy starten, bevor wir jetzt hier direkt, okay, ich habe im Titel stehen, wir bauen Barbies Traumhaus, aber wir müssen ja auch, also wir müssen danach ja auch noch mal was erreichen können, so, bevor wir jetzt direkt so ein riesen Traumhaus bauen quasi. Wir müssen nur mal ganz kurz, mir ist gerade eingefallen, dass wir jetzt hier erstmal, bevor wir jetzt hier das Haus noch weiter außen ausbauen, kurz gucken, ob denn der Platz so überhaupt jetzt reichen würde. Sagen wir mal, warte mal, ein Bett ist... Ist ein Bett 6 breit oder 4 lang? 6. Aber es würde ja trotzdem passen. Wenn wir so ein Zimmer bauen. Ist halt ein enges Schlafzimmer dann, ne? Aber passt. Hier könnten wir dann halt einen offenen Wohn- und Essbereich machen. Eine offene Küche haben und ne Dings. Dann wird Barbie heute schwanger mit Drilling und du baust brauchst Etage 2. Ey, das wäre wirklich der Albtraum, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir... Doch, haben wir schon. Ach du heiliger Strohsack, das wird ja was. Also der Eingangsbereich ist halt einfach super unpraktisch. Ich glaube, wir machen dann so...
Dann haben wir hier ein kleines Bad. Mit einem Riesenfenster. Aber ich glaube, so ist das gut. Da müsste das passen. Muss Barbie Mehrlinge bekommen? Nee, aber wir haben gesagt, ah, wie wäre es denn, wenn wir nochmal Zwillinge bekommen? Oder so. Wäre doch toll. Ja, naja. Je enger, umso mehr cozy. Genau, das ist der Plan. Je enger, desto mehr cozy. So. Miss Twitchy, danke für die 26 Monate. Vielen Dank. Und vielleicht so. Sweet. Housewife Barbie soll aber 3 Kinder bekommen, oder wie wäre das genau? Insgesamt muss sie mindestens 3 Kinder bekommen. Wo hast du jetzt den goldenen Kappa her? Mali? Hab grad Zwillingssäuglinge. Es ist toll. Melina, ich glaub's dir glatt. Säuglinge generell einfach ein Träumchen. Also, wow. Ist aber das Schlafzimmer nicht ein bisschen kleiner, ums Bett zu laufen? Also Sims brauchen eigentlich einen halben Kasten. Und es müsste eigentlich passen. Also auch wenn wir ein großes nehmen. Ja, okay, das ist kein halber Kasten. Das Layout ist leider irgendwie schwierig vom Haus. Also mit den Fenstern wieder, aber ihr wisst, ich und die Fenster, ne, das ist so eine Sache. Aber jetzt, wo das Haus kleiner ist, könnten wir die Fenster ja auch anders platzieren, ne? Gucken mal ganz kurz. Warte mal, von den Fenstern. Gab es da auch noch kleinere? Das ist vom Dingspack. Ja, da gibt es auch noch die Hall. Ach so, das waren die, wo das Fenster die ganze Zeit auf war. Was soll das, EA? Warum? Also, ich meine, man sieht das nicht direkt, dass das auf ist, aber... Linda, danke schön für die 28 Monate. Vielen, vielen Dank. Hatte letztens auch 2-mal Zwillinge direkt nacheinander. Ach, heiliger Strohsack. Das Bett drehen. Das könnte man vielleicht auch noch machen. Aber wir nehmen jetzt... Das ist doch nicht offen, doch, oder? Nee, doch nicht. Du hast recht. Ich dachte, dass das da quasi... Ja, weiß ich auch nicht, was ich dachte. Ich weiß auch nicht, was ich dachte. So, dann können wir nämlich vielleicht hier ein Fenster hinmachen. Aber die anderen Fenster sind einen höher. Also müssen wir das so machen. Sieht das von drinnen dann auch... Ach, das ist auch schon sehr hoch, ne? Machen die doch einen runter. Könnten wir theoretisch 2 nebeneinander machen? Eigentlich süß, oder? Sieht man das von drin? Ja, aber sieht man die von drin auch noch, die Blümchen? Thinking of you. Mona, Hallöchen, schön, dass du da bist. Und Kara, Hallöchen. Ja, ja, wir sind ganz fleißig. Also natürlich wäre eigentlich der Blumenkasten nicht hier, ne? Ja, okay, ist eigentlich ein bisschen realistisch. Ja, ja, passt schon so. Sieht das denn jetzt von drinnen dann auch okay aus? Also dann haben wir halt in dem Badezimmer kein Fenster mehr, aber dann können wir halt das... Sind wir das noch ein Dach da? Naja, theoretisch können wir dann das Bad... Noch einen rüberziehen, dann haben wir ein Badezimmerfenster. Ja, ich glaube, das ist okay so. Ist halt jetzt nicht das Traumlayout, aber ist ja auch, ne, wie gesagt, humble beginnings. So. Vani, Hallöchen. Dankeschön für die 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Julie, Hallöchen. Was habe ich verpasst? Warum so viel Geld? Ja, wir haben einen Ken seit dem letzten Stream. Der hat ein bisschen Geld mitgebracht. Marie, Hallöchen, herzlich willkommen.
Was ist, wenn du die Blumenkästen nur so um einen Ticken oder zwei anhebst? Das könnten wir natürlich auch machen. Nur dann ist immer die Gefahr, dass Frost Infinity die nicht gleich hochmachst und unsere Monkeys im Chat, also mit Monkeys meine ich die Monks, ne? Nicht die kleinen Äffchen, kriegen dann die Krise. Mach das einfach auf die Höhe von den Fensterbecken. Guck mal, toll, traumhaft. Housewife Barbie ist doch erstmal häuslich, da passt Humble doch noch am besten. Ja, finde ich auch. Also, ne, wie gesagt, hinterher können wir ja immer noch dann ein größeres Haus machen. Ich finde das jetzt auch nicht optimal, aber ich glaube, dass das so erstmal am passendsten ist. Also, warte mal. Ich lösche mal ganz kurz die Wände hier. Was ist denn, wenn wir... könnten halt die Wand auch noch ein oder zwei nach vorne holen. Wir brainstormen kurz, Leute. Schön. Weil dann hätten wir nämlich auch auf jeden Fall Platz für ein potenzielles Kinderzimmer. Ne? Falls dann, also... heute Mittwoch Dinge passieren sollten. Eigentlich würde ich gerne erst heiraten. Aber man weiß ja nie. Ne? Man weiß es ja nie. Okay, das geht leider nicht noch tiefer. So, mal gucken, wie das dann von innen aussieht. Ist auch ganz süß und auch realistisch für den Anfang, ja voll. Finde ich auch. Ich glaube, ich mache noch mal ganz kurz alle Wände weg, damit wir noch mal eine leere Leinwand haben. Jetzt ist das ja fast ein Kasten, ne? Ist ja schon ugly. Ich glaube, ich muss das doch noch mal kleiner machen. Es tut mir leid. Dann müssen wir das nochmal rüber machen. Vielleicht sollte ich die Fenster am Ende bewegen. Wenn ich fertig bin mit meinen Renovierungsarbeiten. Und dann... das Ding ist halt, das hier muss ja mindestens ein Raum sein, so. Da könnte man halt super, keine Ahnung, so eine offene Küche vielleicht mit einem Essbereich noch machen. Ich meine, die Fenster kann man ja theoretisch auch trennen. Obwohl, die habe ich so platziert, dass es nicht geht, glaube ich. Dann hätten wir jetzt quasi so vielleicht ein Schlafzimmer. Warte mal. Oder wir machen dann so ein Bad. Ach, was ist das dann hier in der Ecke? Oder wir machen dann so. Machen die weg. Basically genau das gleiche wie vorher, Frost Infinity. Aber jetzt... haben wir hier so einen großen Eingang? Finde ich, glaube ich, süß. Die Blümis am rechten Fenster hängen drin. Ja, I know. Aber den kann man halt nicht mehr tiefer machen. Ich glaube, die müssen wir halt komplett wegmachen, die Blumen bei dem Fenster. Aber die finde ich eigentlich so süß. Maxi, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Melli, Hallöchen. Wie geht's dir? Und Clara, Hallöchen. Herzlich willkommen. Gibt mir gerade Flashbacks zu den Streams, als wir Katies Strandvilla gebaut und eingerichtet haben. Ey, das ist schon so lange her, ne? Es ist so crazy. Ist voll krass. Ich glaube, so finde ich das Layout erstmal gut. Und diese Türen finde ich so süß. Die sind einfach perfekt, Barbie. Ich mach die jetzt erstmal dahin. Beim Badezimmer verschiebe ich die immer noch mal fünfmal. Dann hätten wir halt jetzt nicht so gut, nicht so viel Platz für ein potenzielles Baby. Aber wir müssten dann ja nochmal umbauen, ne? Ich glaube, das ist erstmal... ich meine, wie gesagt, wir müssen ja... also Humble Beginnings, Leute. Humble.
Aber brauchen wir so einen großen Eingangsbereich, ist das ist die Frage. Aber was sollen wir sonst mit diesem Eingangsbereich machen? Das Einzige, was wir machen könnten, wäre... Wir machen die Küche quasi, also den Eingangsbereich als Küche. Ja, Lex schreibt es auch gerade. Es gibt ja Weihnachts-Emotes. Ja, ja. Und dann machen wir halt das Bad, keine Ahnung, hierhin oder so. Ich glaube, das ist nicht gut. Warum ist dieses Layout so ein Struggle? Vielleicht Tür zum Schlafzimmer, gar nichts vom Flur, sondern vom Wohnzimmer, und dann kann man das vergrößern. Das Bad meinst du jetzt? In den Eingangsbereich könnte sonst auch ein Schreibtisch mit Bücherregal. Ja, aber es ist halt so unnötig, wisst ihr. Also, weil sie liest ja eigentlich. Also ich will nicht sagen, dass sie dumm ist, aber das ist ja... Also, eigentlich ist ihre Leidenschaft soll ja das Backen werden. Das haben wir ja schon gesagt. Zafirina, danke schön für die 7 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Vanni, danke noch für die 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Boah, ich finde es so schwer. Rezeptbücher, ja. Also, er hat ein Bücherregal voll Kochbücher. Hinter dem Eingang direkt das Wohnzimmer, wie in den USA oft, und dann rechts die Küche und Bad. Ja. Aber ich finde es schwer, hier das. Also. Oder wir machen. Nee. Die Fenster sind halt so groß. Müssen wir nochmal komplett... Mann, ich fand die Fenster so süß. Warte mal. Wenn wir vielleicht überall diese hinmachen. Dann können wir nämlich auch dazwischen eine Wand ziehen. Beziehungsweise dann so. Aber was machen wir dann mit dieser Ecke? Eigentlich auch voll unpraktisch, oder? Lana sage ich schon. Jana, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Oder Schlafzimmer und Bad nach rechts rüber. Aber dann würde man ja durch Schlafzimmer in den Außenbereich gehen. Was könnten wir... Schreibtischecke, ja, aber... Okay, also wir machen hier einfach... Okay, wir machen es so, Leute. Wir machen hier die Küche. Hier bekommt das Bad hin. Da machen wir dann eine Schreibtischecke hin. Und dann machen wir hier noch so einen kleinen Chillout irgendwie. Chillout-Bereich. Ich glaube, das ist gut. Und wir müssen aber jetzt dieses Fenster, glaube ich, nochmal eliminieren, weil... Es passt hier, glaube ich, noch nicht rein. Erinnert mich aber später dran, weil ich brauche es in meinem Leben. Es ist einfach das schönste Fenster der Welt. Dann machen wir das jetzt erstmal so. Dann machen wir die nochmal ein bisschen hoch, hatten wir ja gesagt, ne? So. Das Haus hat jetzt nur noch ein Stockwerk, ja, weil wir wollen ein bisschen, also ein bisschen mehr... zurücktreten, so. Weil wir hatten am Ende halt, als wir das große Haus gebaut hatten, nur noch 10.000 Simoleons, und dann hätten wir das ganze Haus halt gar nicht mehr einrichten können. Und das finde ich dann halt auch irgendwie doof. Wenn wir dann ein halbleeres Haus haben, dann können wir lieber das Haus dann nochmal umbauen. Oh ja, oder ein Klavier oder so, das finde ich auch toll. Das wollten wir mit Raven eigentlich ursprünglich auch noch machen, dann können wir das hier noch weiter fortführen. Gibt es einen rosanen Boden? Also ich will jetzt nicht alles super... Also man soll jetzt nicht hier, ne, Probleme mit den Augen bekommen, wenn man in dieses Haus kommt. Soll schon rosa sein. So bitte. Aber ist wirklich süß. Aber es soll nicht alles rosa sein. Also ich finde, es soll so... Oh, das ist ja auch voll schön.
süß. Okay, also wir haben ja gesagt, wir machen jetzt hier in den Eingangsbereich die Küche. Ich würde sagen, wir machen da einfach einen hellen Boden rein, dass der nicht rosa ist, sondern eher die Tapete rosa ist. Hellbrauner Boden mit rosa Teppichen wären süß. Genau, finde ich auch eher. Und Steinboden für draußen, das ist keine schlechte Idee. Warte mal, wir gucken mal kurz, wie das aussehen würde. Oh, aber es gibt ja auch die. Oh, süß! Der oder... Oh mein Gott, das ist beides super süß. Was findet ihr schöner? Den, also der da liegt, ist 1. Und das ist 2. Wir können gerne mal eine Abstimmung, also eine richtige Abstimmung dafür machen. Die Akzente in rosa fand ich toll. Genau, finde ich auch. Okay, auf den ersten Blick schreiben mehr Leute 1. Das kommt bestimmt gleich auch eine Abstimmung. Dann kann ich das mal ein bisschen besser sehen. Schön, dass so viele von euch Bock haben, das so mitzugestalten. Das macht Spaß. Okay, ich glaube, es hat gerade keiner der Mods Zeit, eine zu machen, aber ich glaube, es haben mehr Leute 1 gesagt. Da ist er. Okay, dann könnt ihr da einmal abstimmen, aber ich glaube auch, dass... Achso, warte mal, das ist ja 2. Das ist 1. Süß! Sehr, sehr süß. Okay. Zimtsternerlöchen, herzlich willkommen. Okay, und dann gucken wir jetzt hier nochmal, was wir... Den mag ich auch voll gerne. Ich mach mal kurz weiß. Ich will mal gucken, was es noch für... Ich glaube, den finde ich sehr gut. Weil der sieht nicht zu rustikal aus. Oh, der ist auch sehr hübsch. Oh, die Fliesen finde ich auch schön, aber die würde ich jetzt nicht im ganzen Eingangsbereich machen wollen. Mimi, danke schön. Und Kara, viel Spaß beim Kochen. Und Nancy, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Eva, Hallöchen, wie geht's dir? Und Sessa, mach's gut und alles Liebe für deinen Arzttermin. Was ist das denn für ein Boden? Oh, wow. Wow. Wir haben natürlich auch Marmorfliesen. Das finde ich auch sehr Barbie. Aber es vielleicht, also, ne, passt nicht ganz so zu unseren Humble Beginnings, was ich so schön erzählt habe. Ich glaube, der ist schon sehr gut. Eva, danke schön noch für deine 10 Monate. Vielen, vielen Dank. So einen großen rosanen Kronleuchter irgendwo im Haus. Ja, können wir mal gucken. Also wenn das jetzt halt hier schon passt, ne? Es kann halt sein, dass wir manche Dinge auch einfach erst später machen können, weil, ne? Müssen ja ein bisschen... Oh, das ist natürlich schon sehr Barbie-Ping. Aber das tut mir... Also das ist schon hart. Müssen halt immer gucken, ob wir rosa wollen oder pink. Weil das finde ich ist eher pink. Hoffe, dir geht's gut soweit. Ja, mir geht es sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Bin ganz aufgeregt, aber mir geht es sehr gut. Oh, die ist ja auch sehr hübsch. Es gibt da so schöne Tapeten, ne? Boden 1 ist der Winner. Perfekt. Und Hanna, danke für die 26 Monate. Vielen, vielen Dank. Fließe vielleicht vorne das 1x4 Feld am Eingangsbereich und mit dem Zaun abtrennen, den man für sowas immer nimmt. Ja, ich glaube, also wir lassen das jetzt erstmal so. Ich glaube, ich würde über so ein Rosa gehen. Und wahrscheinlich würde ich das im Wohnzimmer auch nehmen. Ich platziere es erstmal und dann gucken wir hinterher mal, ob wir das nehmen oder nicht. Jetzt schauen wir mal, was haben wir denn im Inventar? Oh, ach, unsere tollen Sachen alle. Wunderbar. Weil die passen, glaube ich, auch eher ja, dazu. Die sind auch alle eher rosa. Dann gucken wir jetzt mal, was gibt es denn für eine Küche? Das
ist ja auch alles eher. Und die. Die Landhausküche. Ah, die ist so. Warum ist die denn so abgenutzt? Mann, sonst wäre die voll gut. Weil die sind irgendwie eher so ein bisschen. Auch Aprikot. Ja, ich glaube, sonst nehmen wir nämlich eher eine weiße Küche. Finde ich auch, Leonie. Und Lila, hallöchen, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Soweit okay, nur leider wieder Bauchweh. Ja, bei mir geht's auch morgen leider los. Aber ich habe nächste Woche Montag endlich meinen Termin. Heute in einer Woche habe ich meinen Termin im Endometriosezentrum. Bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Also ich wünsche dir gute Besserung. Ich hoffe, es ja, wird schnell besser. Ist natürlich auch sehr schön. Ist auch so ein bisschen Marmor-like, ne? Die ist schon sehr schön. Aber die ist auch sehr teuer. Ich meine, wir müssen ja nicht so eine Riesenküche bauen. Was sagt ihr? Die ist schon schön, oder? Also ist jetzt halt Custom Content, aber ist ja egal. Leonie macht das. Danke für deinen Lurk. Denke auch weiß, die Farben unterscheiden sich sonst sicher zu sehr. Pinke Akzente können dann ja rein. Ja, voll. Also ich finde, die passt halt auch noch zum Hintergrund, aber sonst können wir auch nochmal mit dem Weiß gucken. Denke jedes Mal an dich, weil du immer eine Woche nach mir dran bist und schick dir viel Kraft. Oh Mann, ja. Dumm, dass wir da immer so, also dass einen sowas verbindet, ne? Aber das ist ganz lieb von dir. Und danke, Vanni. Und Julia, hallöchen. War auch schon im Endometriosezentrum, hatte eine OP. Ja, ich denke, dass es darauf auch bei mir hinauslaufen wird, aber nächste Woche weiß ich mehr. Vielleicht lieber ein Weiß. Gibt es? Die gibt es auch All White, ja. Oder? Ach nee, das ist das Holz. Ich finde das mit der Marmorplatte schon sehr cool. Also es macht es irgendwie besonders. Warte mal, wir gucken noch mal ganz kurz die Weißen an. Ich meine, das ist ja fast auch Marmor, oder? Das ist halt mit Grau auch noch an der Seite. Der ist einfach too hot to handle. Fantastisch. Habe auch Ende Dezember meine Endometriose-OP und habe echt Angst. Ja, das glaube ich dir. Aber im Endeffekt, also ich hatte ja schon mal eine Bauchspiegelung und die OP an sich ist wirklich nicht schlimm. Also das ist für die eine alltägliche Prozedur. Aber ich kann natürlich trotzdem verstehen, dass du dir Sorgen machst. Aber das wird alles ganz wunderbar sein. Also soweit eine Bauchspiegelung wunderbar ist. Hochglanzweiß wäre sicher auch cool, ja. Becker, hallöchen übrigens. Und Gela, hallöchen. Sitze hier mit meiner ersten Mandarine dieses Jahr und freue mich dabei zu sein. Ich habe auch noch keine gegessen. Lass sie dir schmecken. Ich hoffe, es ist eine gute. Humble Marmor Beginnings, ja genau. Fang ganz langsam an, den Flex reinzubringen. Ist auch wirklich schön, ne? Das neue Set. Also, Accessoire-Pack. Haben wir hier noch? Oh, Hilfe. Hübsch. Ich glaube, ich finde tatsächlich das von dem Set am schönsten. Also von dem Accessoire-Pack. Wo ist es denn jetzt hin? Hier. Mit dem hellen Holz da unten finde ich schon schön. Bring mal etwas Licht ins Dunkle, kann ich besser gucken. Ich vergesse das immer, ne? Ich habe heute in dem Bauvideo auch wieder gesagt, ups, wir haben wieder kein Licht. Ich glaube, das ist eine schöne Küche. Mit den rosa Akzenten passt das sehr gut. I think this will be good. Ja, wir machen jetzt erstmal einmal wieder hier unsere Punkte hin, wie immer. Wo ist er denn? Pünktchen. Ach so, weil ich weiß drin habe. Punktelampe, wo bist du denn? Da. Zack. Zack.
Ja komm, hier kommen jetzt zwei Lampen rein. Warum nicht? Was soll der Geiz, Leute? Die ist schön, ne? Auf jeden Fall. Wieso brauchst du so lange, Emma? Ich weiß es auch nicht. Also, Emma, nur nochmal für dich. Das ist ein Entspannungsstream hier. Das ist zur Entspannung. Ich verstehe, dass es vielleicht auch den ein oder anderen triggert, dass ich mich nicht beeile. Aber ihr könnt ja auch einfach selber Sims spielen. Wie wär's damit? Ist auch eine gute Idee von mir, oder? Kann man nämlich auch selber Sims spielen. Sims ist nämlich kostenlos. So, und jetzt gucken wir mal. Ich mache ja immer, warte mal. Ja, dann ist man ja direkt in der Küche. Das ist ja auch doof. Ich glaube, wir lassen das Fenster frei. Wir machen einfach jetzt erstmal noch eine kleine Küche. Wir machen jetzt hier den Herd rein. Pinkes braucht Zeit. So nämlich. Das wäre ja zu einfach. Rachel, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Kikilein, herzlich willkommen. Und Elisa, Hallöchen. Baust du nicht mit Sisi? Doch, ab und zu schon. Aber mittlerweile finde ich halt auch die Sachen von EA wirklich schön. Woher haben wir eigentlich so viel Geld? Was habe ich verpasst? Wir haben einen Boy. Wir haben einen Ken gefunden im letzten Stream. Achso, das ist der, den man einbaut. Und deswegen haben wir jetzt ein bisschen Geld. Finde ich auch immer sehr schön. Ich finde die amerikanischen Elektrogeräte so hässlich. Also ich weiß nicht, warum das da gang und gäbe ist, so ein Ding da zu haben. Also die haben ja immer diese silbernen Appliances, wie die das sagen. Und ich finde, das sieht so schrecklich aus. Der ist schon schön. Das passt ja auch. Also der ist ja der passende zu der Küche. Ich glaube, dann machen wir das so, auch wenn es vielleicht ein bisschen teuer ist. Naja. Ich bitte dich, er hat uns gefunden. Entschuldigt. Entschuldigt meine Vermutung, meine Formulierung. Es gibt auch einen pinken Kühlschrank. Ja, können wir gleich mal gucken, ob der passt. Ah. Ja, das sind so ugly, ja voll, ne? Aber auch diese riesen Kühlschränke und sowas. Ach, Ninus, ich wollte mich noch bedanken, dass du keinen Jack-Pinguin bauen wolltest ohne mich. Ja, ich bin einfach eine Ehrenfrau, oder? Wir könnten den Kühlschrank auch auf diese Seite bauen. Und vielleicht noch eine Theke daneben. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Sabrina, danke für die 19 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von ganzem Herzen. Schön, dass du hier bist. Da könnten wir halt nochmal, ich finde den auch. Ah, der hat aber schon andere Nuancen, ne? So, hands up, they're playing my song. The butterflies fly away. Das sollte. Ach nee. Ich war gerade kurz verwirrt, weil ich sagen wollte, das sollte auch in dem Chat stehen. Aber in dem Chat haben wir gar keinen. In der Szene haben wir keinen Chat. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Lichtmoment, vielen, vielen Dank für den Raid. Hallöchen. Schön, dass ihr hierher geflattert kommt mit euren Glühwürmchen. Das finde ich auch so süß. Ich habe dieses Jahr das erste Mal seit meiner Kindheit wieder Glühwürmchen gesehen. Das war sehr, sehr schön. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich hoffe, ihr hattet eine ganz wunderbare Zeit bei Lichtmoment. Ich nehme an, ihr habt auch Sims gespielt. Wir bauen gerade an unserem Haus für unsere Barbie Legacy, die wir eigentlich mal mittwochs spielen. Hier vorne stehen schon Barbie und Ken. Ken heißt eigentlich Laurent, aber ist ja egal. Genau, und da bauen wir gerade das Häuschen für. Also, ja, gesellt euch gerne dazu. Für den einen oder anderen könnte das hier zu lange dauern. Wir lassen uns sehr viel Zeit, aber ihr seid natürlich herzlich eingeladen, euch hier dazu zu muckeln. Und ich freue mich, ja, wenn ihr dabei seid. Und wenn ihr noch was vorhabt, dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz wunderbaren Abend. Und ja, wenn ihr Lichtmoment noch nicht kennt, dann solltet ihr da auch ganz dringend mal vorbeischauen. Da gibt es nämlich auch ganz viel Sims. Und genau. Ja. Achso, ich bin Nina, habe ich das gesagt? Ich bin Nina. Hallo. Genau, es wird pinkig. Also wenn ihr kein Pink mögt, könnte das auch ein kritischer Stream für euch sein. Weil es ist halt die Barbie Legacy. Aber ihr seid natürlich trotzdem herzlich eingeladen. Ne? Lilia, Hallöchen. Also hallo an alle, die jetzt mit dem Raid rübergekommen sind. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Vielleicht noch eine Kücheninsel. Ja, das können wir gleich auch mal gucken. Das stimmt, das würde vielleicht auch noch dahin passen. Dann könnten wir den Kühlschrank auch dahin bauen noch, ne?
Let's look. Let's have a look. Was habt ihr denn jetzt heute gemacht? Das habe ich, glaube ich, überlesen. Also schreibt es mir gerne nochmal in den Chat. Und Amurada, danke schön für die 34 Monate. Vielen, vielen Dank. Welche haben wir denn da? Die. Dann hätten wir halt theoretisch auch direkt einen Essbereich, ne? So müssten wir keinen extra Esstisch platzieren. Die A bis Z Challenge gespielt bei der Jessie. Oh, wie schön. Das klingt sehr cool. Was ist denn die A bis Z Challenge? Ist das eine Bau-Challenge? Ihr könnt die Streams auch auf YouTube auf Simility in doppelter Geschwindigkeit schauen. Ach, Josi, du bist einfach sehr lustig, weißt du das? Ich finde, das ist mit eins der besten Features, was EA in Sims eingefügt hat mit den Elementen hier, ne? Ich liebe das so. Ich glaube, so ist es dann vielleicht doch ein bisschen weit in den Raum, ne? Wenn dann nur zwei. Aber wie machen wir die Ecke, ist die Frage. Machen wir das mit einem Eckstück? Wie sieht das Eckstück von den Dings aus? Hier rum gehören die. Achso, da müssten wir dann das Eckstück reinmachen. Ne? Okay, das macht ja gar keinen Sinn. Ich finde, die Ecken von den Theken machen dann immer alles kaputt. Das stimmt. Das ist wohl wahr. Generation von A bis Z mit jeweils Regeln für die Altersstufen in jeder Generation. Das heißt, man macht 26 Generationen. Schön, dass du übrigens da bist. Hallöchen, Lichtmoment. Wann kommt bei der Barbie das erste Kind? Also, noch ist nichts im Ofen. Noch ist nichts in der Röhre, Leute. Das sieht auch hässlich aus. Leute, ich brauche den extra. Ich brauche jetzt den Einschlag. Oh, warte mal. Wir machen so. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen jetzt die Idee, aber ich glaube, das ist eine gute Idee, dass wir es so machen. Ja! Und dann so. Da passt zwar, also ne, wenn dann zwei Sims in der Küche sind, wird es schon eng, aber Ken hat in der Küche nichts verloren. Einfach, also er hat da nichts verloren, Leute. Und ich weiß, dass das jetzt auch wieder viele triggern wird, aber wenn ich die Fenster höher mache, dann sieht es von außen scheiße aus. Und ihr wisst, ich mache immer alles von außen. Tapsi, hallo, wir bauen. Muss noch den letzten Barbie-Part schauen. Ja gut, also dann ist das hier ein minimaler Spoiler, aber theoretisch kannst du auch, ne? Trotzdem zugucken. Dann schaue ich mal, ob wir da jetzt noch die Oberschränke hinzufügen. Also ich finde die schon immer sehr schön. Ich weiß, dass viele das nicht mögen, but I like it a lot. Ich hätte eine freistehende Insel gemacht in Viereckform. Ja, aber ich glaube, das wird zu eng da. Weil, also, wohin? This is the problem, yo. Boah, wir bauen das Fenster eh zu, dann sieht man das eh kaum noch. Machen wir das so? Oder warte mal, was haben wir als letzten Schrank? Mal kurz. Vielleicht auch den. Hä? Was soll das denn? Hä? Warum ist der so komisch? Das passt doch gar nicht. Liebe Spoiler, dann weiß ich ja, dass einiges nachzuholen gibt. Ja, also wir haben den Ken. Da, hinten. Guck, ich zeig nur so. Hast nicht gesehen, wer? Ne? Sunny, hallöchen, schön, dass du da bist. Die sind so toll mit dem integrierten Licht. Ja, voll. Ja, warum hat er kein Licht von unten?
Ich finde, das, also das passt ja dann gar nicht dazu. Warte mal, wie sieht der aus? Oh, der ist ja auch toll. Wow. Ah, das ist ja voll schade. Der Kleine, wie sieht der aus? Ja, ich meine, wir könnten auch das übers Fenster machen. Aber so würde man dann immerhin nicht so sehr sehen, dass wir das Fenster da so zugebaut haben. Ja, komm, YOLO. Dann machen wir hier das hin. Dann bekommen wir noch eine Abzugshaube drunter. Theoretisch könnten wir dann hier noch den Schrank hin machen. Wie schon cool. Na, ist vielleicht ein bisschen eng da mit der Tür. Machen wir lieber so. Emma, Hallöchen. Wieso spielst du das Sims-Szenario eigentlich nicht mehr? Weil ich hatte Lust auf was Neues und ich hatte Lust auf die Barbie-Legacy. Also eigentlich hatte ich Lust auf die Barbie-Legacy. Das war eigentlich der Grund. Es war nicht mal so, dass ich keine Lust mehr auf die Dings hatte, auf das Szenario, sondern einfach nur auf die Barbie-Legacy. Oh, oh. Hä? Ah. Irgendwie hat meine Maus kurz ein Problem gehabt. Ich speichere mal kurz. Es lag zwar in meiner Maus, aber kriegt man kurz immer einen Herzinfarkt hier. Genau, die Küche ist aus diesem neuen Accessoire-Pack, was als letztes erschienen ist. Und Sarah, Hallöchen. Ach ja, wir haben noch gar nicht drüber geredet. Was sagt ihr eigentlich zum neuen Trailer? Und was sagt ihr dazu, dass die, dass es Ladebildschirme geben wird? Weil das ist ja gerade, also da haben die ja so einen fetten Shitstorm auf Twitter abbekommen. Aber, also ich finde es auch blöd, dass es Ladebildschirme zwischen den Units geben wird quasi. Aber ich frage mich, wie man das, also wie die das sonst gewährleisten wollen, dass das halt auf jedem PC läuft. Weil, ne, wenn man in jeder Einheit quasi dann irgendwie 8 Sims haben kann und das alles geladen werden würde, das wäre schon, glaube ich, dann zu hart. Wie Ladebildschirme? Zwischen den Apartments. Also genau wie bei, wie das bei Großstadtleben ist. Also in Samaishuno. Da ist ja auch, wenn man die Apartments wechselt, kommt ja ein Ladebildschirm und so wird das halt auch bei dem Pack sein. Genau, es hieß bisher nur Ladezeit, nicht Ladebildschirm, aber ich denke mal, die meinen halt Ladebildschirm. Aber die können das halt einfach nicht gewährleisten, dass es sonst auf jedem Bildschirm, auf jedem PC läuft, wenn die das halt ohne machen würden. Also ich fände es auch besser, aber ich glaube halt, dass es nicht so gut funktionieren würde. Also dann gäbe es halt einen riesen Shitstorm, weil es halt nicht performant ist. Gibt Schlimmeres, finde ich, als wenn das dann alles gut, also wenn das dann alles gut läuft, ist doch okay. Ja, finde ich auch. Genau, nicht jeder hat halt den ultimativen PC, genau. Der durchschnittliche Sims-Spieler spielt halt auf dem Laptop, ist halt einfach so. Und dann muss das halt gewährleistet werden können, dass es auch läuft. Mich nervt das hier so. Warum haben die denn, also warum ist der Oberschrank denn länger als der Unterschrank? Was, also, das ist schon ganz schön schlimm, finde ich. Ich würde es cool finden, wenn sie bald anfangen würden, dass man das ein- oder ausstellen kann. Ja, das fände ich auch super cool. Aber ich glaube, das ist schon schwer zu implementieren. Aber ich weiß es nicht. Müsste ich mal einen Profi-Luki fragen. Erstmal abwarten, dann rumheulen. Ja, genau, das denke ich mir auch. Ja, was mache ich denn jetzt hier, Chat? Ja, das ist das Endstück, der Endstück-Oberschrank. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ja, wir könnten einfach Regale hinmachen, das stimmt. Oder wir machen halt einfach nichts hin. Aber ich finde, das sieht dann voll leer aus. Der lange Schrank war am besten. Ja, ist dann vielleicht die beste Alternative, ne? Also schon in der richtigen Farbe, meine Damen und Herren. Ja, müssen sie halt da den... Ah, warte mal, wir können ja den auch noch... Ach nee, das ja... Da ist ja schon ein anderer Raum. Ich wollte gerade sagen, wir können ja die Dings noch ein bisschen schieben. Aber da ist ja schon das Glühchen. Na gut, dann machen wir das so. Ist ja wie gesagt Humble Beginnings, ne? Was ist denn da jetzt los? So. Das Geld? Ja, eine Küche ist halt teuer, ne? wenn du einen kleineren Türbogen nimmst. Ja, guck mir gleich. Erstmal machen wir jetzt weiter. Wir müssen ja heute noch ein bisschen vorankommen. Ne? Wir sind schon wieder fast eine Stunde dran und haben eigentlich nur das Haus umgebaut, obwohl wir eigentlich was anderes bauen wollten.
Finden wir das? Nee, das passt nicht vom, von der Nuance, ne? Die Nuance passt nicht. Die Nuance, Leute. Hab gerade angefangen und schon ist meine Barbie schwanger. Nicht dein Ernst. Sims einfach. Schon edel. Ja, das ist irgendwie... Da müssen wir, glaube ich, doch weiße nehmen. Weil das passt alles nicht von der Farbe. Ein Kühlschrank kommt hier drüben hin. Finde ein Eigenheim als Humble Beginnings zu bezeichnen auch witzig. I wish, ja, true. Oh, süß. Also passt jetzt nicht so, aber sehr süß. Ach, es ist alles irgendwie hässlich. Weiß. Na, süß. Ich glaube, wir nehmen einfach die. Die nehmen auch nicht so viel Volumen im Raum ein. Habe ich jetzt auch draußen einen platziert? Ja, habe ich. Neben den Kühlschrank ein Mülli. Genau. Oder wir machen den Müller mal dahin. Also entweder ist die Katze hier oder die ist neben dem Kühlschrank. Das weiß ich noch nicht. Das schauen wir dann gleich. Okay, ich glaube, so ist das gut. Wenn du das Fenster bei der Theke wegmachst, was hat das damit jetzt zu tun? Lisa, danke für die 3 Monate und Jassili, danke schön auch für deine 3 Monate. Wenn wir das Fenster draußen wegmachen, dann ist es asymmetrisch und das sieht ganz schrecklich aus. Guckt euch das an. Ah, Hilfe, mein Herz kann das nicht. Nee, ist kein Kühlschrank, das ist einfach nur ein Schrank von der Küche. Gut. Ja, dann machen wir jetzt den Kühlschrank hier hin. Da können wir auch mal, also, ich habe ja gerade schon geschaut, aber ich glaube, da waren die Nuancen auch alle nicht so gut, ne? Weil der passt vom Stil nicht, finde ich. Ups. Ich glaube, da nehmen wir dann auch eher einen weißen. Ach, ich mag diesen Smack-Kühlschrank so. Der ist so smexy. Ja, ist die aus dem neuen Pack, Tabea. Das Waschbecken kommt dann gleich richtig schön in die Ecke, okay, ihr Lieben? Guckt mal hier. Obwohl, da finde ich das von dem neuen Dings auch so schön einfach. Das ist einfach das perfekte Waschbecken. I love it. Toll, dann brauche ich das doch. Ja, sorry. Es ist halt wirklich, also die Sachen sind schon sehr schön, ja. Sarah, danke schön für die 5 Monate. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr Nina ärgern wollt, schickt ihr Bilder von modernen Häusern mit asymmetrischen Fenstern. Es ist halt wirklich so. Also ich finde das ganz schlimm. Ich finde das, also man sieht es so oft, dass da einfach, ne, dieser typische Kasten von einer modernen Architektur und dann ist da einfach so hier oben so ein kleines Schlitzfenster, wo dann wahrscheinlich so eine Abstellkammer ist, wo man sich von innen so gedacht hat, ah ja, da muss noch ein Fenster hin. Aber keiner hat drüber nachgedacht, wie das von außen aussieht. Es ist an sich ein sehr schönes Pack, nur dass meine Küche halt ständig brennt, aber macht ja nichts. Also es ist halt, ne, ein bisschen Schwund ist immer, sag ich immer. Ich glaube, wir nehmen da jetzt so einen großen silbernen Mülleimer, finde ich immer schön. Diesen viereckigen. Wieso, Tabea, bist du sauer? Ja, ich habe, während ich das ausgesprochen habe, habe ich mir auch so gedacht, seit wann sage ich Tabea? Tja, wer weiß. Vielleicht bin ich sauer. Spaß. War ein Witz, Tapsi! Der Herd ist auch aus dem Pack. In der Regel sieht man seine Häuser aber auch von innen öfter als von außen. Das stimmt! Aber ich, also, ich krieg da trotzdem die Krise. Das ist für mich einfach nur schlimm. Wahrscheinlich werde ich irgendwann auch so eine sein. Naja, nee, Lukas und ich wollen ja eher ein Haus kaufen, was es schon gibt und nicht bauen. Aber... Ich verstehe das ja auch.
Ach nee, wir hatten ja schon Napfi. Bin ich blöd. Hä, wo kommen die Bücher her? Die waren doch eben noch nicht da. Wir brauchen noch einen TT, toll, Teppich. Aber es ist doch auch ganz peinlich, wenn das Haus ganz viele von außen sehen, dass alles asymmetrisch ist. So sehe ich das nämlich auch. Ich glaube, wir müssen vielleicht nochmal die Tapete ändern, oder? Wohl dazu passt das gut. Ach, hier haben wir ja einen vollen Mülleimer. Naja, den können wir vielleicht noch irgendwo anders hinstellen. Gucken wir gleich mal. Okay, dann braucht die Katze natürlich einen tollen Teppich. Und hier in der Küche brauchen wir vielleicht auch noch einen. Ist halt so. Kann ich auch nichts für. I don't make the rules. Es ist schon 18 Uhr und es ist so dunkel. Ja, wirklich. Katzi, willst du auch also einen schönen Teppich, ne? Rosa? Ach, das ist schon süß. Guck mal, da frisst die Josie gern. Toll! Njam, njam, njam! Lukas hat mir eben geschrieben, dass die Ava richtig böse war. Die wollte ja Maya beißen. Die Hexe. Die ist so eine Hexe. Einfach eine Hexe. Da brauchen wir jetzt aber so einen langen Teppich, ne? So eine lange Nudel. Ich guck mal, was es da jetzt Pinkes gibt. Pia, hallo! Na? Ist doch egal, was andere über dein Haus denken. Mich würde es aber nerven, wenn es so komisch aussieht. Also mir wäre das nicht egal. Also ja, schon, aber ich will, dass mein Haus rundum schön ist. Ich verstehe das natürlich, dass man bei einem Hausbau andere Prioritäten hat, aber trotzdem. Kann ja auch jeder sagen, wie er möchte, ne? Muss kurz was trinken. Emily, Hallöchen! Kommt sie jetzt ins Katzengefängnis? Nee, Lukas hat mit ihr geschimpft, hat er gesagt. Dann war sie natürlich sauer. Weil ain't nobody's gonna schimpf is the Ava. Wusste ich gar nicht, dass es hier so Läufer gibt. Bin noch nie angeguckt. Aber das Pink passt alles irgendwie nicht, ne? Och, das ist aber auch so toll. Können wir das an den Eingangsbereich machen? Also ich finde, das ist schon ein toller Teppich, Leute. Ich weiß, dass viele den vielleicht hässlich finden, aber ich finde den sehr süß. Aber das ist für mich ein bisschen belastend. Aber da müsst ihr jetzt durch. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Wenn ich vielleicht doch eine andere Tapete kriegen. Ja, Tapete ist eher ein bisschen so. Also die. Nee, das ist. Das müssen die ändern. Der passt zu Barbie, finde ich auch. Meine Schwester und ich haben unserem Kater Flocke, lebt bei unserer Mutter, einen Adventskalender besorgt. Der kam heute an, bin ja schon sehr gespannt drauf. Wie cool. Sehr cool. Passt perfekt, finde ich auch, ja. Und Rex Toast, also deine Nachricht wurde ja auch schon gelöscht, aber wer sich nicht an Regeln hält, fliegt raus, ne? Also, ich verstehe, dass hier dass man gerne das so möchte, dass es so passiert, wie man sich das selber wünscht. Aber wie gesagt, dann muss man selber Sims spielen. Oh, das ist auch süß, ne? Aber ich finde, das passt nicht so gut zu Barbie. Weil Barbie ist auch eine, also sind schon so ein bisschen viktorianisch, ne, habe ich ja schon mal gesagt. Aber ich glaube trotzdem halt modern. Wir machen es einfach Hot Pink. Es reicht mir, Leute. Wir machen Hot Pink. Aber das ist auch irgendwie alles so irgendwie Aprikot oder Flieder oder Hot Pink. Also irgendwie so ein sanftes Rosa ist voll schwer. Also weil das ist ja auch eher Aprikot. Keru, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Teddyko, Hallöchen. Wie geht's? Und Sophie, Hallöchen. Ganz schön laut hier. Ja, wenn also, ne, wenn im Chat geschrien wird, ist schon lange so. Tut in den Ohren weh. Ach, die ist so süß, die Tapete. Brauche ich jetzt ja doch hier Custom Content oder was? Also, bitte. Ich meine,
Jetzt haben wir eine ganze weiße Küche gebaut. Wir können jetzt nicht nochmal umplanen. Was sollen wir machen, Leute? Gibt es so irgendwie so Diner, Fliesen in Pink und Weiß? Also das... Ach so, oh mein Gott. Ich bin ja nur bei... Ich war ja nur bei Tapeten. Bei Anstrich. Ich bin so lost. Also wir könnten das ganz helle... Das ist, glaube ich, zu wenig rosa. Wir könnten auch einfach das nehmen. Haben wir alles. Guck mal, wenn man mich einmal nicht anschreit, dann merke ich gar nichts mehr hier, ne? Merke ich nicht, dass ich nur bei Dings bin. Bei Anstrich. War das Haus nicht mehr größer? Ja, also wir haben dann nochmal ein bisschen kleiner gemacht, weil wir hatten halt nur noch 10.000 Simoleons und waren halt schon, also hatten nur das Exterieur. Ich finde, das passt besser, oder? Oder nicht? Bin ich jetzt doof. Viel besser? Ja? Ja, yes? Ist irgendwie dezenter? Besser? Passt mit dem Teppich gut, ja, ne? Okay, warte mal. Ich mach mal kurz das. Wir gucken noch mal weiter. Vielleicht kommt ja noch was anderes, wo wir sagen, wow! Ja, ich meine, eigentlich sind wir bei Barbie, ne? Ich muss... Oh mein Gott. Ich habe gesagt, wir wollen nicht so dolle machen, aber eigentlich ist das die Barbie-Challenge. Eigentlich müssen wir das machen. Was ist das denn? Oh, welcome to the ocean. Oh ja. Wie findet ihr das? Ich glaube, ich finde das noch besser. Prozent Barbie, aber das, also... Oh, au! Das ist schon hart. Okay, das finde ich besser. Was ist das? Oh, krass. Was war denn das nochmal, das hier? Belastend, aber okay. Ja, irgendwie haben die Fliesen halt auch was, aber ich finde, die passen irgendwie nicht so gut. Also dann passt das so mit dem Boden nicht und irgendwas. Also irgendwie ist das schon belastend. Ich finde es dekadent und geil Barbie-mäßig ja schon ein bisschen, ne? Ich merke heute wieder, dass ich kann viel zu selten an den Streams teilnehmen, wenn ich Und wenn, bin ich rundum glücklich. Danke, Chat, und danke, Nina. Schön, dass du hier bist. Fliesen vielleicht nur bei der Küche. Ja, es sieht dann auch mal komisch aus, wenn das so unterbrochen ist, finde ich, oder? Tut auch ein bisschen weh, aber ich liebe es ja. Genau so geht es mir auch, Leute. Genau so geht es mir auch. Es tut ein bisschen weh, aber es ist auch toll. So ist gut. Caro, ich möchte nicht drüber reden. Okay, wir lassen es einfach so. Wir nennen es, es ist belastend, aber okay. Finde ich, ist schön formuliert. Ich will mal ganz kurz gucken. Nicht immer, ne? Wenn Nina sagt, ich will mal ganz kurz gucken, dann weiß man immer schon, Achtung, hold your nipples together. Ich will mal schauen, wie das aussieht, wenn wir die Küche einfließen. Ja, sieht scheiße aus. Shanti, Hallöchen, herzlich willkommen. Vielleicht müssen wir doch... Ich glaube, es sieht besser aus, wenn wir alles machen, oder?
Wir lassen jetzt richtig Barbie-Vibes raus. Barbie-Vibes raus. Pink, pink und noch mehr pink. Ja, eigentlich gut, oder? Eigentlich schon, oder? Finde ich auch. War das teuer? Nee, schon gut. Cassie, hallöchen und Jana, hallöchen, herzlich willkommen. Und Slowest Fox, hallöchen. Und Claring, hallöchen, herzlich willkommen. Also meine Videos kommen immer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstags. Das schon seit 2 Jahren. Schon seit 2,5 Jahren. Wow. Das ist schon stark von mir. Spaß. Fand's davor besser, muss ich sagen. Nee, ich glaube ich nicht. Ich glaube, ich finde das so besser. Das passt auch besser zu den Fliesen. Ist jetzt gut so. Wir halten uns jetzt hier nicht auf. Let's go. Bin neu hier. Ja, ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Aber ich bin immer noch nicht von dem Teppich in der Küche los, ne? Ich hoffe, ihr merkt das. Der, ach ja, aber dann wäre das vielleicht auch ein bisschen viel. Ich glaube, das wäre dann zu übertrieben mit dem Teppich da. Oder? Jetzt brauchen wir einen Blumenstrauß. Gibt es einen pinken Blumenstrauß? Also ich verstehe schon, warum. Also dass ihr sagt, wie kann man so lange brauchen. Aber so ist das halt. Ne? Jetzt wisst ihr, wie die Anna sich fühlt, wenn die meine Videos schneidet. Die muss sich da immer durchwurschteln. Mülleimer fehlt nicht. Und Slowest Fox, dankeschön für die 2 Monate. Erstmal, dass ich hier Sims mitschaue, sonst immer Zoo, aber wird bestimmt wie immer gut. Das freut mich, dass du auch bei Sims mal mit reinschaust. Und vielen Dank für die 2 Monate. Am Freitag gibt es wieder Pläne zu. Freue ich mich auch schon drauf. Wir bauen, was haben wir nochmal? Was haben wir nochmal? Was wollten wir nochmal bauen? Wie heißen die nochmal mit den süßen Backen? Wie heißen die nochmal, Chat? Destinia, hallöchen, wie geht's? Ganz normales Bautempo, finde ich auch. Das ist gut. Wombats, genau. Wombats bauen wir. Also, das Gehege. Ich habe nur Anna als Katharin, ja. Aber jetzt auch schon, genau, 1 Jahr. Heute, also nicht heute. Im November vor 1 Jahr habe ich Kilian gesagt, dass ich quasi nur noch Anna brauche. Ja, ja. Sieht auch süß. Mein Gott, warum gibt es denn so viele pinke Sachen? Ach du heiliger Strohsack. Nee, aber es sieht nicht gut aus. Nee, nee, das gefällt mir nicht. Altes Geld im Auto. Ja, I know. Wir müssen eigentlich jetzt erstmal... Okay, wir richten jetzt erstmal das Haus weiter ein, bevor wir jetzt gleich pleite sind. Ihr habt recht. Ihr habt recht, Chat. Okay, okay. Anna ist ein Profi, ja, wirklich. Also ich bin so froh, diese Frau an meiner Seite zu haben. Also egal in welcher Lebenslage. Ich sag ja auch immer, ja, hast du Bock, das und das zu machen? Ja, klar, kein Problem. Und ist es okay, wenn du es dann bis dann und dann schon fertig hast? Ja, klar, kein Problem. Und sie hat es dann noch, keine Ahnung, 30% früher fertig. Also, es ist einfach... Die Anna ist einfach nur toll. So, hier würde ich gerne auch wieder Fliesen machen. Ich liebe ihren Schnitt auch einfach so sehr. Ja, und vor allem, das ist halt auch so, ich habe letztens einen TikTok gesehen, wo eine halt so ein Video gemacht hat, keine Ahnung, dass sie halt immer Sims selber spielt und dabei Sims-Videos guckt und halt meine Videos. Und dann hat jemand darunter geschrieben, ja, ich gucke auch Manina, blablabla. Und dann hat auch ja halt da noch jemand geschrieben, ja, und ich liebe auch den Schnitt so sehr. Also das ist quasi in so einem Gespräch auch nochmal hervorgehoben wird, dass Anna halt als Cutterin toll ist. Also dass quasi ihre Arbeit in dem Zusammenhang nochmal hervorgehoben wird. Das finde ich immer so toll. Oh, aber wir müssen es tun. Wir müssen es tun. Ich weiß, es tut weh. Ich weiß. Wir müssen es tun. Das ist hier das Barbie-Haus. Und das... Also wir brauchen den Gewänder. Was ist denn jetzt los? Lina, hallo! Ich möchte doch nur an einem Angelstieg. Da, das ist ja auch ein Anna Original eigentlich.
Lea, danke noch für die 25 Monate. Kiki, danke für die 3 Monate. Und Ela haut einfach mal 5 verschenkte Subs raus. Vielen, vielen Dank für die 5 verschenkten Subs an die Community. Ich danke dir von ganzem Herzen. Pia schreibt gerade noch. Ich meine, der Angelsteg-Song sagt doch schon alles, oder? Ja, und dann, ja, Ela wollte das kurz demonstrieren, ohne dass sie das wusste. Und Luisa, danke schön für die 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Nichts kann uns aufhalten. Ja. Und Ria, Hallöchen, herzlich willkommen. Oh mein Gott. Okay, wir brauchen ein Klo. Ja, es gibt jetzt kein Zurück mehr, Leute. Es ist halt jetzt, wie es ist. What? Klepperin, danke schön für deine 29 Monate schon. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dir geht's gut. Schon schön. Auch ein Boden. Ich meine, da können wir eigentlich auch die Fliesen aus der, aus der Küche nehmen. Die passen da schon gut zu. Wir machen das, glaube ich, lieber so. Und dann kann man da nämlich beim Kacken rausgucken. Und das ist ja schön. Ne? Weiß ja jeder. War sehr lange nicht mehr da. Bin wieder zurück nach fast einem Jahr. Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Ihr seid alle immer ganz herzlich willkommen. Egal, wie lange ihr nicht da wart oder egal, wie kurz ihr erst dabei seid. Also, wir freuen uns über jeden, der dabei ist. Wenn ihr euch an die Regeln haltet. Das ist natürlich ganz wichtig. Und Frau Icherlöchen, herzlich willkommen. Ich glaube, ich muss mich dann hinlegen, bekomme in der Woche meine Periode und meine Kupferspirale findet. Ich sollte das jetzt schon mal wissen. Mach das, Julie, und schön, dass du da warst. Gute Besserung. Also, wenn man das so sagen kann. Happy PMS. Der Runde ist schön, finde ich. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Das ist mal Barbie, ja, oder? White Angel, Hallöchen, herzlich willkommen. Es muss ja nicht alles pink sein, wir mutieren zur Solid Color Challenge. Ja, wirklich. Es tut mir auch ein bisschen leid, Leute, aber ja, was soll ich machen? It is what it is. Ich finde, das passt vielleicht doch nicht so. Also, der Schrank. Also, das passt nicht so zu der Fliese. Wir brauchen ein anderes Waschbecken. Da nehmen wir vielleicht dann doch einfach ein normales. Ein normales, sagt die Frau. Oh, Hilfe. Was ist das denn? Warum ist das denn so grau? Das will ich nicht. Beim Kacken rausgucken und winken. Ja, so, also macht doch jeder, oder? Und Vanessa macht das. Ganz viel Erfolg beim Lernen. Das finde ich eigentlich schön, weil das nicht so breit ist. Gibt es da so ein White? Walter White? Ups. Und Amorei, danke für deinen Lurk. Alles in Hot Pink wäre Augenkrebs. So ist es immer noch schön. So ist es schön und immer noch stilvoll. Finde ich eigentlich auch. Also ich finde, es ist auch noch okay. Also ich würde jetzt, ne, ich weiß jetzt nicht, ob ich einziehen würde, aber wenn es ein Airbnb wäre, wäre es der Renner. Ich sag's euch. Hier kommt jetzt noch ein Lichtschalter hin. Ist halt so. Und dann kommt hier jetzt noch ein süßes Pflänzchen hin. Vielleicht Pampasgras. Gibt es das auch noch mit einem... Und danke schön für den Hype-Train, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Wir können die Tür ja auch ein bisschen schieben. Weil wir haben ja Platz. Brauchen wir einen Teppich.
Guck mal, willkommen in einem Twitch-Chat. Das Waschbecken fühle ich nicht. Und direkt die Nachricht danach, mega Waschbecken. Das ist so witzig. Also so scheiden sich die Geister, ne? Und Nastia, willkommen. Schön, dass du dabei bist. Also da bin ich auch wirklich froh, dass wir mal sowas haben, ne? Und hier dieses Ding für vor die Toilette, das finde ich wirklich amazing. Also es gibt es halt auch noch in so Pinktönen, aber ich glaube, das ist mir zu viel, oder? Ja. Aber vielleicht so? Nee. Lieber weiß. Gut, dass du den Lichtschalter hinter dem Pampasgras platziert hast. Ja, dann ist das immer so ein bisschen kuschelig. Ups. Ah! Hier den Lichtschalter. Machen wir ihn hier hin. So. Marlies, Salöchen. Schön, dass du da bist. Ich habe mir deine Barbie übrigens aus der Galerie geladen und habe einfach alles an Sisi gehabt. Oh, das Katzenklo. Na gut, also vielleicht muss das Pampasgras dann leider weichen. Weil, oh, die Katze muss auch Kacki machen. Aber ich glaube, so kommt die nicht da rein, ne? Weil die geht von da rein. Aber so passt es nicht. Ja, müssen wir es so machen. Uiuiui, ob ihr das verkraftet? Das ist so asymmetrisch. Aber es geht nicht anders, Chat. It is... like it is. Oh, Nori, danke schön für deinen Sub. Herzlich willkommen. Im Universum, halte ich gut fest, schneide ich an. 3 Monate im Voraus, Leute. 3 Monate im Voraus. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von ganzem Herzen. Da ist dein Raketenmodus. Halte ich gut fest, schneide ich an und dann geht's los. Vielen, 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 vielen Dank für deine Unterstützung. I'm very much happy. Ich weiß auch noch nicht. Das Waschbecken finde ich, glaube ich, auch nicht so gut. Wir gucken nochmal ganz kurz. Das finde ich eigentlich ganz cool für sie, oder? So sehr modern. Das ist auch hübsch. Zeig mal. Und Emmy, danke für die 22 Monate. Vielen Dank. Das ist auch schön. Gibt es auch noch. Oh. Oh. Das finde ich toll. Was ist das? Universität. Wow. Ja, okay. Das ist es, ne? So ist es. Habe heute eine Präsentation auf Englisch gehalten. Meine Chefs haben mich sogar gelobt. Sehr gut, Kimi. We are very much proud. Sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Das ist sehr, sehr schön zu hören. So, oh, mir tut dieses Badezimmer ein bisschen leid. Ja, hier kommt jetzt ein Eis über das Klo. Ist halt, Leute, das ist ein Barbie-Haus. Oder wahlweise auch das. Gleich nicht übers Klo. Da. So, danke schön fürs verschenkte Sub und Joyce, danke noch für die 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Jessie, danke. Hallöchen, wollte ich sagen. Schön, dass du da bist. Und Lilia, mach's gut. Schön, dass du da warst. Was ist das denn? Oh. Ich weiß nicht, wann wir es brauchen, aber wir brauchen... Ach nee, wir müssen ja aufs Geld achten. I hate it! Es macht keinen Spaß, wenn man... Kein Geld, Spaß. Tiffy, welcome back! Mein Ken hat kurz bevor wir zusammengezogen sind ein Baby adoptiert. Meint ihr, Barbie soll noch 3 Babys bekommen oder noch 2 leibliche zu dem Adoptivkind? Also ich glaube, ich würde nur noch 2 leibliche machen, aber manchmal passieren ja auch Dinge. Man weiß es ja nicht, ne? Lass es einfach auf dich zukommen. Gibt es... Wir brauchen was... Oder ich mache da doch keine Pflanze hin, sondern ein Handtuch. Hm.
liebe das, ne? Das ist so toll. Sorry, ich weiß, ich will kein Geld ausgeben, aber wir brauchen es! Ah, hübsch. Diese Aussicht auf die Katzen auf mir, also mir wird auch ein bisschen übel, wenn ich das angucke, ne? Das ist eigentlich sehr hübsch, wenn das... Es ist mir nicht modern. Ich finde, das macht immer so... Füllt den Raum. Aber das gibt es nicht in... Unholz. Das Gegenteil von Holz ist nämlich Unholz, falls ihr das noch nicht wusstet. Ist auch ganz klar. Hey, darling. Hey, wo sind denn die ganzen... Wir gehen jetzt hier drauf. Es reicht! Wir brauchen jetzt das hier. So. Und die Zahnbürsten. Gibt's die auch in Pink? Nein, aber in Weiß. Und die? Warum gibt's keinen pinken Kamm? Ja, dann darf der auch mal blau sein, damit wir ein bisschen Farbe da drin haben. Jasmine oder Jasmine? Hallöchen, herzlich willkommen. Und Charlie, mach's gut. Unholz sollte in den Duden aufgenommen werden, oder? Finde ich auch. Finde es schön, dass wir uns wieder einig sind. Ich würde gerne alles voll klatschen, weil ich finde das so toll. Ich liebe dieses Badezimmer-Set. Gibt es die in rosa? Ah, mehr oder weniger. Aber ich wollte eigentlich... Ja, eigentlich können wir dann... Das ist zu breit. Die mag ich auch gerne. Aber warum sind die so bunt? Ja, ist von Zusammenwachsen. I know. Können wir einen pinken Bademantel dahin hin? Oh, wir haben keinen Platz, ne? Dann hängt... Der Bademantel hängt über dem Katzenklo. Unsere Jacken hängen auch über dem Katzenklo. It is what it is, Leute. Ken kriegt keine. Jetzt noch ein toller Teppich. Naja, wir haben ja da eine, aber du hast schon recht, in der Mitte wäre es, glaube ich, noch ein bisschen gemütlicher. Ich finde es schön, dass das jetzt in eurem Sprachgebrauch ist mit dem tollen Teppich. Ich bin einfach eine ganz tolle Influencerin. Ich gebe immer nur die besten Sachen an meine Community weiter. Es ist einfach nur super. Ach, das ist ja ein tolles Regal. Solange er nicht runterfällt, ja, genau. Das ist das Wichtige. Das finde ich auch hübsch. Ah, das ist ja schon ein bisschen unpraktisch, ne? Warum gibt es eigentlich nur so hässliche Handtuchhalter? Der ist zu klein. Die sind entweder riesig oder mini. Dann halt jetzt doch der Bea. Nee, erst Justine. Justine, danke für die 100 Bits. Und Bea, danke für die 27 Monate. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Und Clarita, hallöchen. Wir haben gleich kein Geld mehr für Wohnzimmer und Schlafzimmer. Ach klar, 5000 Simoleons. Easy. Ich wollte ja auch nur noch den... Ach, das sieht doch... Also das finde ich nicht so schön mit dem Handtuchhalter. Aber it is what it is. Okay, Leute. Dann machen wir erst das Schlafzimmer. Weil wir müssen ja irgendwo schlafen. Ne? Und hinterher gibt es vielleicht noch einen tollen Teppich. Aber erstmal... Schlafzimmer. Im Schlafzimmer hätte ich gerne einen Teppich, Leute. Oh, ich glaube, es wird der pinke Teppich. Oh, oh, Hilfe. Das gucken wir jetzt mal. Warte, was ist das auch ein Teppich? Das ist auch ein Teppich. Oh, aua. Ich hatte jetzt eigentlich an diesen hier gedacht. Wir müssen es machen. Wir müssen. Es geht nicht anders. Ich kann eine... Also wie gesagt, ich mache nicht die Regeln.
Ist nicht meine Schuld. Mein Ex-Hallöchen. Das letzte Mal, dass ich das Barbie-Haus gesehen habe, passte da gerade so das Bett rein. Ja, wir haben jetzt ein Ken. Und jeder weiß ja, wenn man einen Mann hat, dann wird endlich alles gut. Spaß. Aber wir haben jetzt unseren Ken gefunden und deswegen können wir uns jetzt ein größeres Haus bauen. Ist ja eher so ein Kinderzimmer, ne? Aber so finde ich eigentlich ganz sweet. Jetzt brauchen wir ein Bett. Weiß jetzt nicht, ob ich das so fragen darf, aber was ist denn der Shortcut im Baumodus, um etwas ins Haushaltsinventar zu machen? Löschen, also die Delete-Taste. Also wenn du das jetzt kaufst und dann die Delete-Taste drückst. Also da, wo du halt, ne, wenn du dich verschrieben hast. Wo du das halt löschst. Damit kommt das dann ins Haushaltsinventar. Alicien, Radieschen, Hallöchen. Warum tut mir der Mann so leid? Also, ein Mann kann doch auch Pink toll finden. Das ist schon ein tolles Barbie-Bett, ne? Und das ist gar nicht so teuer. Das ist sogar noch besser, oder? Ich weiß nicht welches, aber ich glaube, ich möchte es so hinstellen. Ich glaube, ich finde das Weiße besser. Aber wir können noch mal ganz kurz... Oh, das ist natürlich auch toll, ne? Aber das verdeckt dann auch noch mehr das Fenster und so. Wartet mal. Ja, weil ein Himmelbett gibt es nämlich nicht in Pink. Nur dieses hier. Das ist schon schön, ne? He's just Ken, he can't complain. Yes. Lisa, danke für die 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Und mit Entfernen kann man die Sachen direkt verkaufen. Da ist immer mein Kopf... Ach, mein Kopf. Da ist mein Kopf schon drauf. Da ist mein Finger immer schon drauf, wenn ich einrichte. Den finde ich immer sehr hübsch. Ich glaube, der passt auch perfekt zum Stil von Barbie. Oder? Weil der ist auch nicht so groß. Das ist der einzige Tisch von EA, finde ich, der nicht so überdimensional groß ist. Das ist auch sehr süß. Oh, der ist natürlich auch süß. Das ist vielleicht ein bisschen... Oh, der ist auch schön. Tiny Lavendel, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Sieht alles so aus wie die Einrichtung in meinem Dream Puppenhaus von Barbie damals. So ist der Vibe, Leute. So und nicht anders. Was ist das? Oh. Das ist natürlich auch hübsch. Ich weiß nicht, was ich besser finde. Also das, da finde ich den Rahmen nicht so schön. Aber, oder halt ganz weiß. Mimi, welcome back. Und Miri, welcome back. Ja, ich glaube auch, das Runde ist schön, ne? Ich glaube, das passt schon. Wir brauchen Vorhänge, Leute. Juhu! Also ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen rausgeschmissenes Geld, aber ich finde das im Schlafzimmer sehr wichtig. Und da können wir jetzt aber gucken zwischen Weiß und Pink. Seid ihr bereit? Frankie, Hallöchen, herzlich willkommen. Bin von YouTube rübergeschwappt. Das ist sehr, sehr schön. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich habe wegen dir die Barbie Legacy gestartet, zur gleichen Zeit wie du, mit dem gleichen Save-File wie du und bin inzwischen schon bei der 2. Generation. Sehr cool. Das freut mich. Schön, dass ihr da auch alle Spaß dran habt an der Challenge.
Stadt ist schön. Ich finde ich voll schön. Aber hier ist jetzt wieder der Struggle. Wenn wir zwei davon nehmen, überlappen die. Obwohl, es flackert nicht. Das sieht schön aus! Leute, habe ich mich gerade so schnell für Vorhänge... Okay, es ist ein bisschen, aber nur minimal. Habe ich mich gerade so schnell für Vorhänge entschieden? Also ich glaube, das wird in die Geschichte eingehen. Jetzt kommt aber noch hier, ne? Struggle Nummer 2. Die andere Seite. Oder wir machen da... Warte mal. Nee. Ich glaube, da brauchen wir, wenn, sowas Kleines Weißes. Oder was Großes Weißes. Ach, süß. Vorhänge machen aber auch einfach alles besser. Ist so. Und dafür können wir dann auch unser Geld rausschmeißen. Ich meine, guck mal, wir haben ja jetzt auch noch 4000 Simoleons und müssen nur noch das Wohnzimmer einrichten. Also alles easy, würde ich sagen. Au. Lina, hallöchen. Ich muss was gestehen, ich habe seit ca. 9 Monaten kein Simfinity-Video geschaut, habe mittlerweile so viel verpasst, dass ich Angst habe nachzuholen, habe halt gestruggelt und Klinik und alles, dass ich lange nicht konnte. Also Eva, ich kann das, also erstmal alles Liebe natürlich für dich, ich kann das so gut nachvollziehen, also mir geht es auch so oft so, dass ich dann quasi auch nicht mehr, also dann Sorge vor dem Einstieg habe, obwohl das ja eigentlich keinen Sinn macht, weil man macht das ja nur für sich selber, also es ist ja nicht so, dass man irgendwie... ne, irgendwem was schuldig ist. Aber das ist dann so intimidating irgendwie, ne? Also ich kann das voll nachvollziehen. Aber ich hoffe, ihr fühlt euch alle nicht dazu gedrängt, dass ihr meine Videos schauen müsst. Ich freue mich einfach, wenn ihr mich auf meinem Weg begleitet, egal in welcher Form. Ich bin ja eigentlich immer die leise Zuschauerin, aber das wird echt mega schön. Das freut mich, dass es dir gefällt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Also ich wünschte, hier könnten wir das jetzt noch verbinden in der Mitte, weil so sieht das natürlich jetzt auch komisch aus. Wie ist halt bei diesen, da gibt es ja dieses Mittelstück. Wisst ihr? Das würde ich gerne tun. Oder wir machen halt hier dann die weißen hin. Dann ist die Stange Gold, das ist ja auch doof, ne? Oder wir machen das halt an beiden Fenstern. Wartet mal. Also an beiden Wänden. Nee, ist irgendwie blöd. So war schöner. Aber es ist irgendwie... Ja, genau, Sessa, das meinte ich mit dem Mittelstück. Wie wäre es mit der Pflanzenranke? Das hier. Aber ist das nicht ein bisschen extra? Also, ich meine, wir sind hier, wir bauen ein Barbie-Haus. Die habe ich noch nie benutzt. Mein Gott, die kann man ja sogar pink machen. Das ist ein bisschen drüber, oder? Also auch ein bisschen geil, aber... Hast du Tipps, damit Sims nicht so schnell langweilig wird? Ich fange ständig neue Spielstände an. Ja, habe ich neu für mich entdeckt, eine Save-File runterladen, damit die Grundstücke halt ganz anders sind und neue Townies und so. Also, das ist wirklich mein größter Tipp. It is einfach nur droh. Oh! Also, finde ich, also den Vorhang finde ich echt cool. Den müssen wir echt mal öfters benutzen. Aber ich glaube, hier passt er jetzt gerade nicht rein, oder? Warum ist denn vorher immer so ein Struggle?
sehe Barbie nicht so mit 10.000 Pflanzen. Ja, also mit Blumen schon. Aber ja, wie du sagst, mit Pflanzen glaube ich eher not so very much. Ich glaube, die kommen gleich nicht mehr in ihr Bett rein, wenn ich das jetzt noch weiter wegschiebe. Es ist schwierig. Hilft mir, Leute. Nina möchte bitte aus dem Oma-Paradies abgeholt werden. Wir das einfach so machen. Da ist immerhin die Stange fast gleich. Wir machen es. Also, es ist ja jetzt auch egal. Wir machen das jetzt so. Haben wir überhaupt unterschiedliche Gardinen? Ja, weil wir haben eben die gleichen versucht, aber das ging auch nicht. Das hat auch nicht gepasst. Die ist nicht mehr zu helfen, ich glaube auch. Weil bei denen können wir jetzt immerhin die Tische zurückschieben. Oder sollen wir dann an das Fenster auch die machen? Aber ich finde die eigentlich da voll schön. Ja, aber guck mal, wenn das so weit auseinander ist, dann können wir ja auch die da dran machen, weil wir haben die ja nur nicht genommen, weil das dann so weit auseinander wäre. Okay, wir haben es jetzt. Alles wird gut, Leute, wir haben es jetzt. Alles ist jetzt gut. Moderner Luxus, die Gardinen. Ja, aber die hängen halt gerade runter. That was unser Problem, wisst es. Aber jetzt haben wir es. Und jetzt machen wir da noch eine schöne Lampe drauf und dann geht's los. Kendall. Kendall Jenner. Süß. Ach, die sind auch so toll, ne? Diese Duftkerzen. Also, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Und ich weiß, mir wird auf YouTube auch vorgeworfen. Ich sag das nur, weil ich EA irgendwie unterstützen will oder so. Aber ich liebe die Sets. Ich finde die toll. Ich finde die einfach nur wunderbar. Das ist eine Barbie-Lampe. Jetzt ist halt die Frage, stellen wir sie in die Mitte und stellen da nichts anderes mehr drauf? Oder nicht? Hochachtungsvoller Hallöchen, schön, dass du da bist. Und Mondkralle Hallöchen. Wenn du die noch einen Ticken näher zusammen machst, das können wir eigentlich auch machen, True. Dann ist sie jetzt einfach verbunden. Ja, aber sie soll nicht so flackern, weil das regt mich auf. Ich weiß, dass sie das auf der anderen Seite macht. Aber so ist okay. Okay. Sind die Save-Files sehr verbuggt, wenn man nicht alle Packs hat? Ich habe es nicht probiert. Ich dachte, man kann den Spielstand eigentlich gar nicht starten, wenn man die Packs nicht hat. Ich glaube, wir machen es doch so und dann können wir da noch so... Obwohl, bei Barbie ist ja eigentlich eher alles ordentlich, ne? Da würde ich eigentlich nicht so viel draufstellen. Aber ich glaube, also das hat ja dann immer mit der Leistung deines PCs zu tun. Also, wenn das ruckeln sollte oder sowas, dann liegt das ja nicht daran, dass du die Packs nicht hast oder so. Sondern wenn du die Packs nicht hast, erscheinen die Sachen ja nur einfach nicht. Also die beziehungsweise werden ersetzt. Einfach so, weil wir es können, ist da halt ein Korb. Oh, ja. Und doch nicht. Aber ich dachte vielleicht so eine Packung... Ich sag das Wort nicht. Aber die sind immer so groß. Aber wenn ich sie kleiner mache, schweben die, oder? Nee. Auf Kents Seite. Spaß! Anni macht das. Hab einen wunderbaren Abend. Schön, dass du hier warst. Wie lange baut ihr schon? 1:39. Guck mal, wir können jetzt, guck mal, so viel Geld muss sein. Wir brauchen für Barbie pinke Boots. Das ist halt wichtig, Leute. Weil wenn sie dann, ach, ich wollte gerade sagen, wenn sie mit dem Hund spazieren geht, aber wir haben ja eine Katze. Genau, zum Naseputzen, natürlich. Also Schwein, wer was anderes denkt.
Wir brauchen noch einen schönen großen Spiegel. Oh, der ist ja toll. Aber der ist mehr Barbie, finde ich. Den machen wir da, oder? Aber ich finde, gegenüber vom Bett ist immer ein bisschen komisch. Wir haben halt keine Kommode, ne? Oh, Barbie braucht ganz dringend ein Ankleidezimmer. Die Arme. Oder wir nehmen halt einen, der steht. Aber gibt es, glaube ich, da nicht im Pink, oder? Ah, doch. Ich hätte gern den. Annika, Dankeschön für deine Zabi. Herzlich willkommen im Universum. Ich danke dir von ganzem Herzen. Der Raketenmodus wurde gestartet. Halt dich gut fest, schnall dich an. Dann geht's los. Ich danke dir von Herzen. Thanks a lot. Ich weiß nicht, welchen ich am besten finde. Wow, der ist wirklich pink. Vielleicht doch eher den, ne? Humble Beginnings, guys! Kannst du den Spiegel mit dem Cheat freischalten? Ja, aber dann haben wir ihn halt freigeschaltet und der bringt ja schon sehr viele Vorteile, ne? Das ist halt... Also wir spielen ja hier eine Challenge und wir müssen Dinge ja auch erreichen. Und wenn man das dann halt freischaltet, finde ich das immer so ein bisschen so... Ja, und sie braucht auch einen Schminktisch, also... Es ist wirklich... Also sie lebt hier in schrecklichen Verhältnissen. Ne? Es ist einfach eine Zumutung. Die Arme. Einfach, es tut mir auch ganz schrecklich leid. Oh, so ein Cupcake. Ja, let's go. Guck mal, hier. In the kitchen. Aber auf welcher Höhe? So. Was haben wir hier noch? Was ist das? Ach, das ist ja auch süß. Nee, es ist zu verspielt. Es ist ein sehr pinkes Haus. Ladies and Gentlemen. Aber es ist toll. Ich lieb's. Das finde ich auch toll. Ich gerade schon, ne? Was ist das denn? Das können wir uns ja hier ins Schlafzimmer hängen. Einfach weil jeder Tag eine Party ist. Ich finde den Baum wirklich ein bisschen süß. Übernachtungsparty! Schlafzimmer gefällt mir, das freut mich. Emmichen, Hallöchen. Und Linus, Hallöchen. Hoffentlich kriegt sie bei all dem Stress nicht noch Plattfüße. Ja, das wär's noch, ne? Oh. Weil es ist der Ort der Liebe. Deswegen sind hier die Herzen. Och, ist das toll. Super. Okay. Wartet mal. Ich glaube, es passt nicht, aber vielleicht können wir ja irgendwo so ein little Kleiderschrank. Der ist ja auch toll. Den. Och, der ist ja auch toll. Ja, wir können die Tür ja noch ein bisschen darüber schieben. Können wir auch mal drehen. Ein bisschen deplatziert, ne? Bisschen hässlich. Ich
meine, wir könnten theoretisch auch hier ins Schlafzimmer gehen. Ist halt ein bisschen eng. Ja, ist ein bisschen sehr eng, ne? Ich lasse es, okay. Entschuldigung. Tildi, Hallöchen, herzlich willkommen. Ich hoffe, Laurent weiß, auf was er sich da eingelassen hat. Also bitte, das ist die Liebe seines Lebens. Also, ich weiß nicht, was ihr habt. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Auch dazu gibt es auch noch eine passende Kommode. Also die Dings, die wir hatten. Ach, guck mal, die braucht, das brauchen wir. Barbie braucht es. Ach, das ist passend zu unseren Nachttischen. Das ist drin, oder? Ach nein, es ist so eng. Es passt nicht. Wir haben noch keine Zeit dafür. Kein Platz. Wir stellen da jetzt Pampasgras hin. Mehr kann ich Barbie nicht geben. Das muss ja genug sein. So. Ist noch ein bisschen leer, aber das wird schon noch. Das wird schon noch, Leute. Kannst du noch mal ein bisschen rüber machen? Und Jolini, mach's gut. Schön, dass du da warst. Gewinnt man vielleicht Platz, wenn man das Bett vor das andere Fenster stellt? Ja, hatte ich auch erst so überlegt, aber ja, ich weiß auch nicht, warum ich das dann umgeändert habe. Wir testen es ganz kurz, ganz schnell, Leute. Ganz schnell testen wir es. Aber nee, mehr Platz ist da ja auch nicht. Also können wir dann trotzdem ja nicht da hinstellen, das ist ja auch eng. Nee. Oh. Oh ja, das Bett von der Katze, das ist eine gute Idee. Ich frage mich trotzdem, wo die Bücher herkommen. Weil wir eben einmal ein Bücherregal platziert hatten und das dann wieder gelöscht haben, als ich euch demonstriert habe, wie man Dings macht. Deswegen, ich lösche die mal kurz. Weil die gehören ja eigentlich gar nicht uns. So. Okay, dann schläft da die Katze. Oh, das war eine super Idee. Das war wirklich eine sehr gute Idee. Das finde ich ja ganz toll. Okay. Barbie, es wird alles gut. Jetzt machen wir das Wohnzimmer. Ich finde ja diesen Boden wirklich schön. Aber ich glaube, der Übergang ist da zu doll. Hätte ja klappen können. Nee, war auch eine gute Idee. War ein guter Call. Aber nicht genug für Barbie. Ich glaube, machen wir dann hier einfach weißen Laminat hin. Ich glaube, das passt gut, oder? Dann machen wir... Brauchen wir einen Fernseher? Also da in die Ecke können wir ja wirklich halt, wie ihr gesagt habt, so eine Schreibtischecke machen. Also es passt ja eigentlich schon sehr gut. Kannst du auch diesen großen Schrank, wo die Sims auch kuscheln können, neben die linke Bettseite stellen, die Wände halt größer ziehen, wenn du verstehst. Das wäre dann ein bisschen wie ein begehbarer Kleiderschrank. Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, das ist schon ganz gut, dass wir jetzt noch nicht alles haben, damit wir noch so Achievements haben quasi, weißt du? Wir sind noch humble, ja eigentlich schon, ne? Finde ich nämlich auch. Ja genau, die Treppe wurde eliminiert, wir haben uns nochmal verkleinert. Weil... Ja, das war ein bisschen zu groß gedacht, was wir da... Wir waren wieder ein bisschen übermütig. Ach, süß. Wir haben ja auch dieses Halloween-Pack gekauft. Die Couch ist auch so schön. So, welche... Also, was gibt es für pinke Couches? Oh, da gibt es eine Menge. Hey, der Witzka. It's pretty.
ist auch schön. Das ist natürlich die Frage, was wir hier machen. Ne? Ladies and Gentlemen. Was machen wir? In die Ecke könnte man aber auch einen begehbaren Kleiderschrank bauen. Ja, das stimmt. Ich meine, eigentlich brauchen wir auch keinen Schreibtisch. oder wir machen halt einen Zweisitzer. Ach, das ist ja toll, ne? Das ist so hübsch. Ist von Cibulette natürlich. Von wem auch sonst. What? Ey, warum wird mir das nicht angezeigt? Achso, Becky, danke schön, dass du von einem Prime-Sub auf einen Stufe 1-Sub gewechselt bist. Vielen Dank. Das ist ja auch süß, ne? Kannst du bitte den Müll einmal wegstellen? Ja, aber vielleicht brauchen wir den ja noch. Der gehört ja zur Ästhetik. Leute, ihr müsst doch das große Ganze sehen. Wir könnten diese Couch vielleicht nehmen. An den Fernseher. Den Mülleimer dahinter. Nein, okay, warte. Wir machen den Mülleimer nochmal ins Inventar, okay? Ist ja in Ordnung. Wir könnten auch zwei davon kaufen. So als. Sitzecke, wo man reden kann. Wartet mal, wir brauchen jetzt erstmal kurz einen Tisch. Dina, hallöchen! Und Caro, danke für die 25 Monate. Vielen, vielen Dank. Oh, Hilfe. Müssen, glaube ich, die Farbe an der Wand nochmal ändern. Aber eigentlich finde ich das süß. Da brauchen wir jetzt wieder einen anderen Ton. Weil das auch wieder eher so Aprikot ist, ne? Ja, ich fühle das, glaube ich, auch nicht so mit dem Konzept. Ich glaube, dann machen wir vielleicht doch eine etwas größere. Ein Teppich. Wir brauchen einen Teppich! Da können wir jetzt vielleicht... Jetzt, Leute. Achtung. Kommt nämlich jetzt einen Flauschteppich hin. Ein weißer. Oder der. Den finde ich auch schön. Aber ich glaube lieber der Flauschi. Der hier. Kommt man dann zwar, wenn man draußen war, mit dreckigen Schuhen rein, aber it is what it is. Oder die Sofateile von traumhaftes Innendesign. Ja, das können wir auch machen, dass wir ein Ex-Sofa machen, ne? Gucken mal. Ups. Lukas hat mir einfach drei Pflaumen eingepackt. Der ist, eine Pflaume. Luise, danke für die 8 Monate. Vielen, vielen Dank. Aber die Frage ist, welches dann? Vielleicht das? Aber obwohl, das ist all white, das ist schön, ne? Ach, das ist ja gar nicht was. Ah, oh. Aber es sieht nicht so bequem aus, ne? Dann doch das andere. Ich denke mal, das wäre das Unipack. Das ist das traumhafte Innendesign. Bin so doof. Habe ich eben schon gesagt, ne? Sorry, Leute. Sinja, hallöchen und danke für die 10 Monate. Und Anna, hallöchen. Schön, dass du da bist. Haben wir gerade eine vegetarische Paella gemacht. Oh, lecker.
Lass dir schmecken. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was es bei uns heute gibt. Ich glaube Rotkohl. Weil wir haben noch Rotkohl eingefroren. Ich glaube, so finde ich das süß. Wenn wir jetzt da noch einen... Warte mal, dann machen wir den Teppich vielleicht doch so. Und da können wir dann ja wieder einen pinken Tisch machen, oder? Da gibt es auch rosa. Auch süß. Ist ein bisschen wärmer, ne? Müssen wir halt nur die Dings ändern. Und Josie, welcome back. Was hast du zu essen? Erzähl. Und Maisie, Hallöchen. Und Sophie, Hallöchen. Kommt da noch ein kleines Esszimmer hin? Ich glaube, dafür haben wir keinen Platz. Also das ist jetzt unser Esszimmer erstmal für den Moment, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist besser. Bei mir geht Suppe, bin erkältet. Gute Besserung, Tildi. Willst du vielleicht einmal kurz das Haus zeigen? That's it. Also so sieht das komplett aus. Ups. Es ist jetzt ein kleines, süßes Häuschen, aber ich finde, das, damit fühle ich mich sehr wohl. Und Jessica, Hallöchen. Und das ist so krass zu sehen, wie sich dein Sims-Spiel von so richtig CC zu Maxis Match und EA entwickelt hat. Ja, also ich finde das hier und da auch nochmal schön, aber irgendwie, ja, finde ich mittlerweile die Inhalte vom Spiel halt auch so schön. Und wenn man das dann mischt, sieht das doof aus, deswegen... Mag ich das so lieber. Oh, das finde ich eigentlich cool mit dem. Aber wir müssen die Tapete ändern, definitiv. Das geht nicht, Leute. Das ist nicht drin. Dann ist das halt eher so der rosa Raum. Oder? Aber ich glaube, wir brauchen doch einen anderen Teppich. Der ist irgendwie nicht so passend. Kartoffeln mit Kohlrabi in so einer weißen Bechamelartigen Soße und Veggie-Fleischbällchen. Das klingt so lecker. Yummy. Hab die ganze Zeit schon auf YouTube gewartet, hätte nicht gedacht, dass ich dich live erwische. Wie schön, Emma. Schön, dass du da bist. Das freut mich. Wir können auch hier nochmal so einen wilden Teppich machen. Aber jetzt, wo wir die Blumen an der Wand haben, müssen wir da, glaube ich, ein bisschen mehr... So, Lilla. Und Antaria, Löchen. Schön, dass du da bist. Heute hatte ich mal Bock zu kochen. Ja, das ist auch schön, ne? Der ist ja hübsch. Oh. Ich glaube, er passt leider nicht zu unserem Vorhaben. Aber was macht man hier auch für ein Teppich hin, ist die Frage. Also, welche Größe? Das ist ja so schwer. What? Jule, dankeschön für die 6 Monate. Schön, dass du da bist und gute Besserung auch für dich. Mensch, so viele Leute krank. Sag ich jedes Mal, ne? Aber es ist auch einfach, es tut mir auch leid für euch. Einen runden, ja, aber die sind irgendwie alle auch nicht pink. Aber ich glaube auch. Ich glaube, ein runder ist es, ne? Vielleicht mit denen. Der ist zu groß. Oh. Ja, es reicht mir, Leute. Ich lösche einfach den ganzen Raum. Vielleicht machen wir es einfach so. Ich glaube, das ist gut. Oder vielleicht so einen leichten
Ja, das ist super. So lassen wir es, Leute. Weil da kann der Breakfast Club da nämlich sitzen. Wartet, da kommt jetzt nochmal hier so ein Blumenstrauß drauf. Nee, nicht eine Lampe. Blumenstrauß. So. Dann können die da sitzen. So nämlich. Sophie, danke für das Twitch-Baby. Vielen, vielen Dank für die 9 Monate. Und Pika, Hallöchen. Neuer Account nach 2 Jahren immer noch hier. Wie schön. Das ist wirklich toll. Vielen Dank für die Unterstützung. Und Lorena, lass dir deinen Pfefferminztee und die Reispfanne schmecken. Das klingt sehr, sehr lecker. Okay, dann machen wir jetzt erstmal noch die Ecke. Oh, Leute, guck mal, ich glaube, wir kommen super mit dem Geld hin, ne? Das haben wir sehr gut gemacht. Oh. Was gibt es für pinke Tische? Uff, uff, uff. Was ist aus Raven geworden? Da kommt nochmal das Szenario. Also ist jetzt erstmal nicht mehr geplant. Weil ich jetzt einfach Lust auf die Barbie Legacy hatte. Ah ja, der passt eigentlich, oder? Aber. Oh, das ist natürlich auch toll. Vielleicht irgendwann wieder. Ach, der ist auch hübsch. Aber der passt besser in diesen Raum. Also, ich sag nicht, dass es komplett gecancelt ist. Das Szenario. Und Melissa, danke schön für die 16 Monate. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Waschmaschine und so haben wir jetzt, glaube ich, keinen Platz in dem Status des Hauses jetzt. Aber das können wir dann hier einfach später machen. Wenn wir dann ein bisschen mehr Platz haben. Also wenn wir jetzt das Katzenklo zum Beispiel hier hätten, dann könnten wir das da vielleicht noch platzieren und so. Aber so passt das, glaube ich, nicht. Und Nika, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Das Regal sah aus wie ein gigantischer Trip-Trap-Stuhl für Kinder, ja, true. Und Lisa, Hallöchen. So, was könnte man jetzt noch da drüber machen? Da könnten wir ja jetzt hier die süßen... Ach, guck mal, die sind aber auch so süß, diese Herzchen, ne? Die haben wir schon im Schlafzimmer. Aber ich wollte sagen, dass wir jetzt da ja diese Häschen hinmachen. So nach dem Motto, this is our future. Our bright future. Wir haben noch gar keinen Kratzbaum, Leute. Wir brauchen einen Kratzbaum. Also bitte. Katze, ich glaube, so viel ist nicht drin. Kann man da dran kratzen? Och, den möchte ich gern. Den will die Katze. Brauchen wir überhaupt einen Schreibtisch? Wir brauchen keinen Schreibtisch. Wir brauchen einen Kratzbaum. Ups. So. Und das kommt jetzt dahin. Obwohl, das kann auch trotzdem noch da hinten in der Ecke sein. Damit die Katze nicht vergisst, wer die Chefs sind. Hätten die Ecke hätte auch in Whirlpool gepasst. Also, ne, da hätten wir jetzt auch unseren Tresor hinbauen können oder so. mir geht's gut, nur ein emotionales Wrack. Und Jobwechselperiode und Erkältung. Oh Mann, ey. Mir fühlt dich gedrückt. Gleich gibt's aber lecker Feta-Pasta, das klingt sehr gut. Lass es dir schmecken und mach's dir schön gemütlich. Und Julie, mach's gut. Gute Besserung und ruh dich schön aus. Ich habe auch gerade gedacht, wir brauchen eigentlich einen Staubsauger noch, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Ich habe das ewig nicht, also noch nie gemacht, basically. Ach ja, oh mein Gott. Gibt es nicht auch einen Roboter? Aber wir kaufen uns, oh mein Gott, kaufen uns natürlich so ein. Oh mein Gott, ist das toll. Ich habe noch nie mit dem Staubsauger, ich werde es wahrscheinlich hassen. Ich habe noch nie mit dem Staubsauger gearbeitet, das ist ja so toll. Oder warte, können wir den nicht noch vielleicht hier nebenstellen? Oder ist es dann sehr eng? Ich meine, die gehen ja eh da lang. Da steht jetzt unser Staubsauger. Besser, als wenn er einfach da so im Wohnzimmer steht. Ist das toll. Einen Roboter gibt es erst später, Leute. Wir sind erstmal die Housewife Barbie. Noch haben wir Zeit zum Staubsaugen.
Kannst du eh in Barbies Inventar packen. Ja, okay, sehr gut. Luisa, Hallöchen. Ja, wir haben jetzt leider keinen Platz für eine Waschmaschine. Was wollte ich gerade noch machen? Ach, eine Pflänzli noch? Für hier vielleicht irgendwas Hübsches. Ach, das finde ich auch so hübsch, ne? Das ist zwar für Hochzeiten, aber ich finde, das ist sehr Barbie-mäßig eigentlich. Gibt es so einen auch für einen Tisch? Ach, süß. Ich pflanze es wohl, wird es doch offensichtlich. Nee, Leute. Nee. Nee, weil ich finde, die passt überhaupt nicht zu Barbie. Ich finde, die Geigenfeige passt nicht zu der Barbie. Es tut mir leid, das so zu sagen. Weil die Geigenfeige ist immer unser Girl, aber... Ach, das sieht ja auch toll aus. Ah, das. Aber bei Barbie ist alles anders. Lügen darf man nicht sagen. Doch, Lügen darf man nur nicht machen. Nee. Oh Gott, es tut mir sehr leid, Leute. Was ist das denn? Was könnten wir hier noch hinstellen? Also wir brauchen ja hier noch irgendwas. Lari, Hallöchen. Herzlich willkommen. Nochmal kurz da ohne Essen. Flips hat gelogen und sind noch nicht gut. Auf den Scheiterhaufen mit ihm. Kleinen Kamin. Wie macht man nochmal einen Kamin? Mach das nie. Hilfe! Machen wir es so. Ja, so, oder? Bei Deko sind ja so. Ich platziere nie Kamine. Ich glaube, weil meine Familie nie einen hatte, deswegen habe ich nicht einen Bezug dazu. Ist Kamine der korrekte Begriff für die Mehrzahl von Kaminen? Wahrscheinlich nicht, ne? Also wir könnten ja so einen weißen Kamin hinmachen. Ist schon sehr, also ist schon gemütlich. Aber der ist ein bisschen dreckig irgendwie, aber... Von der Größe ist der halt perfekt. Und vom Geld. Der hat perfekt gepasst. Oh, und es ist organic, Leute. Ist ja nicht ein bisschen im Weg. Ja, muss man halt drumherum laufen. Wenn man es eilig hat, hat man Pech. Der ist ein bisschen kleiner, ne? Ich finde das schon gemütlich, aber andererseits ist der auch sehr rustikal, oder? Wir müssen halt so die Balance halten, weil... Ja, Jasmin, sag ich schon. Yoshi, same. Bei Sims 3 habe ich irgendwie auch immer einen Kamin platziert. Aber in Sims 4 irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Was machen wir denn jetzt? Statue auf Podest. Oder einfach eine Statue. Ein Nussknacker. Der Boris. Ein Flamingo. Ich glaube, Barbie hätte ein Zuhause, wo so eine Vase steht. Wenn wir die vielleicht auf einen kleinen Tisch stellen, könnte das vielleicht cool aussehen. Was ist das denn? Was sagt er? Ein Körbchen haben wir ja aber hier schon. Und die hat ja da auch noch ihr, ihren Kratzbaum. Ah, na, 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 na. Ah.
wisst ihr Bescheid. War der vielleicht? Ach so. Ups. Aber dafür ist sie zu groß, glaube ich, ne? Müssen wir die halt einmal kleiner machen. Sieht scheiße aus. Aber ich finde den Tisch eigentlich ganz cool. Wäre es mit einer Stehlampe? Ja, noch einen Spiegel habe ich auch schon überlegt. Ich meine, wir sind Barbie. Wir brauchen eigentlich schon noch einen Spiegel. Ja, mehr ist ein. Zwei. Wartet mal. Wir gucken mal kurz. Weil hier könnten wir jetzt auch einen nehmen, der an die Wand, an der Wand lehnt. Der ist zu breit. Der auch. Es ist hart, Leute. Mini-Fernseher. Anouk, danke schön für die 4 Monate. Vielen, vielen Dank. Eine Garderobe. Blackhead, hallo! Schön, dass du da bist. Der Boden glitzert, weil wir dieses mit dem Dings anhaben. Mit dem Saubermachen. Wartet, wir machen hier jetzt... Der ist ein bisschen groß. Hm, oh, oder den. Der ist doch süß, oder? Guck mal, da haben wir dann nochmal so... Das ist halt super unpraktisch, weil... Ja gut, wir haben da auch einen Schlüsselreck. Ja, okay, warte. Dann machen wir das weg. Weil das passt da gut hin. Also ist halt, ne, unpraktisch sowohl, weil warum sollte man hier seinen Schlüssel und seine Handtasche hinhängen? Aber it is what it is. Mach es noch ein bisschen tiefer. So. Schön. Oh. Mann, ich bin voll glücklich, Leute. Und wir haben noch 1500 Simoleons. Das heißt, wir können noch unnötigen Scheiß kaufen. Unpraktisch ist egal, Hauptsache cute. Ja, genau. Habe ich Lukas auch gesagt, als wir unseren Couchtisch ausgesucht haben. Jetzt können wir nämlich überlegen, ob wir hier zum Beispiel noch Vorhänge dran machen. Und hier würde ich dann aber, glaube ich, auch wirklich weiße nehmen. Beziehungsweise halt irgendwie beige oder so. Deckenlampen, pff, Leute. Völlig überbewertet. In dem Video, also heute in dem Haus, was ich gebaut habe, habe ich sogar Custom Deckenlampen platziert. Also nicht meine typischen. Könnt ihr das glauben? Nee, ich auch nicht. Oder die. Die sind auch so schön. Aber dann müssen wir das Sofa halt nach vorne schieben. Also, ach so, ja, stimmt. Garten, ne? Wir könnten von dem Geld... Oh, wie? Ich soll jetzt nicht mein Geld für unnötigen Scheiß ausgeben. Ja, aber ihr habt recht. Ein Garten ist schöner als unnötiger Scheiß. Wir haben noch gar nicht unten die Leiste gemacht, fällt mir gerade auf. Keiner hat sich beschwert. Was ist denn hier los, Leute? Was ist denn mit euch los? Hello Bello, danke schön für die 31 Monate. Und Hannah, ich glaube, die habe ich auch noch nicht danke gesagt. Danke für die 7 Monate. Und ja, Annie, Hallöchen erstmal. Das Haus war eine Etage größer. Aber wir haben uns dazu entschieden, dass wir erstmal ein bisschen Humble Beginnings brauchen. Wir wollen erstmal noch ein bisschen kleiner anfangen, bevor wir dann so ein Riesenhaus haben. Was findet ihr am schönsten? Oh ja, und eine Tonne draußen, stimmt, Leute. Also... Ich glaube, ich finde das schön. Oder halt Stein finde ich eigentlich auch immer ganz cool. Ich glaube, zu dem Haus passt das nicht so gut. Muss auch schon wieder los, hab noch kein WLAN. Hier macht das Blackhead und ich wünsche dir eine gute Woche. Oder so. Ja, Leute, ich meine jetzt nicht, was wir hier draußen noch hinmachen sollen, sondern ich meine die Fassade hier unten. Ich glaube, so finde ich aber gut, oder? So ist cute, I think.
Ja, dann gucken wir nochmal nach dem Briefkasten. Weil der ist ja schon süß, aber... Gibt es einen pinken? Wenn der, warum muss der an diesem Ding sein? Wenn der hier dran wäre, wäre das super süß, finde ich. Das wäre so richtig schön Barbie. Melli, willkommen zurück. Und, nee, Roblox, du warst doch eben auch schon mal da. Aber hallo. Und Ellie, Hallöchen, mir geht's sehr gut. Ich hoffe dir auch. Und Mary, Hallöchen. Mir geht's super gut. Achso, das ist das. Das ist, ups. Das ist natürlich jetzt die Fragi. What should we do? Bist du dranke, Sailor? Mathilda, Hallöchen, herzlich willkommen. Vielleicht einen Busch reinsetzen, damit man das Steinfundament nicht sieht? Also ich meine halt auch, ich meine nicht nur das Steinfundament, sondern auch die Farbe von dem Ast, also von dem Holz. Lernt sie stricken, dann kann sie sich ja einen pinken stricken, also Briefkasten. Ich meine, das wäre dann eine Ambition. Ne? Das stimmt. Dann lassen wir vielleicht erstmal diesen stinknormalen. Der ist auch hier vorne an der Straße. Und dann kann sie stricken lernen. Und dann kann sie sich nämlich einen schönen selber machen. Das finde ich ist ein sehr guter Plan. Und Quate, danke schön für deine 3 Monate. Oder Quaid, ich habe dich, glaube ich, schon mal gefragt. Ich glaube, Quaid war es richtig, ne? Dankeschön für deine 3 Monate auf Stufe 2. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von Herzen. Für sowas gibt es auch Cheats. Ja, und deswegen wird das Spiel dann langweilig, wenn man sich immer alles cheatet. Stricken passt ja auch zum Hausfrauen-Dasein. Ja, und zum Breakfast Club. Ich finde das ganz fantastisch. Das ist eine sehr gute Idee. Und hier haben wir noch nicht die richtige Dings. So. Mareike, danke schön für die 12 Monate. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier bist. Fürs Stricken braucht sie einen Stuhl auf der Veranda vorne. Naja, sie ist ja jetzt keine alte Dame, ne? Also, sie ist ja immer noch eine hippe junge Maus. Vielleicht hinten auf ihrer Terrasse. Genau, dann können wir ja gleich schon mal einen Strickkorb kaufen, das stimmt. Aber ich will jetzt erstmal noch hier das Landscaping und so machen. Ich glaube, da machen wir das jetzt tatsächlich auch ordentlich. Also, dass wir so einen ganzen Weg haben. Oh. Eieiei. Was ist dein Lieblingserweiterungspack? Das ist witzig, dazu kommt morgen ein Reel. Aber Landhausleben ist mein Lieblingspack. Danke, ihr Lieben. Modern Strick Barbie, genau. Und Fiona, das ist schön. Ganz viel Spaß mit der Save-File. Okay, dann machen wir natürlich hier wieder ein bisschen, ne? Hier den Dengsi-Dengsi-Dreck. Das war ein bisschen doll. Ich habe einen guten Joke. Gott, als er mich schuf, Weichheit einstellen. Wisst ihr? Oh, weil ich so eine sensible Maus bin. Versteht ihr? Frieda, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Björni, hallo! Dankeschön für offiziell 2 Jahre. Ich danke dir für deine 2 Jahre. Vielen, vielen Dank. Und danke, dass du mal da bist und einfach für alles. Vielen, vielen Dank. Blümchen brauchen wir, ja. Blümchen. Also ein bisschen sehr viel Dreck für Barbie, ne? Vielleicht machen wir da auch direkt ein Blumenbeet hin, Leute. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt... Also ich meine, das ist Barbies Haus. Da ist nichts dem Zufall überlassen. Wir machen da jetzt... Pass auf. Warum gibt es die nicht in Weiß? Das weiß? Oh, was ist das denn?
Ach ja, das kann man da nicht. Ach, dann, egal, dann machen wir vorne einen Busch hin. Das ist kein Problem. So. Die sind nur mal so groß. Aber ist egal. Vielleicht lieber im Debug, ne? Die Büsche sind so hässlich hier immer. Oder wir machen... Nee. Nina's Dad Jokes, we love it. Ja, tut mir leid. Ich stricke auch nebenbei einen Pulli und bin hip und jung, wirklich. Ich lebe bloß den Obi-Lifestyle. Ja, same. Same, same, same. Wir lieben doch den Obi-Lifestyle. Es soll halt so... Oder wir machen... Das wäre auch süß, wenn wir hier so einen ganzen Busch hin machen, ne? Ah, ist vielleicht auch ein bisschen doll. Bisschen doll auch, ne? Ja, ist ein bisschen doll. Aber ist irgendwie auch cool. Aber es gibt keinen niedrigeren, ne? Auch nicht als Zaun. Was ist das denn? Oh, der ist voll schön. Die sind so hoch. Gibt's im Debug sowas? Ja, der Briefkasten kommt da nochmal weg. Der steht jetzt nur stellvertretend da. Gehen wir mal hier rüber. Über diesen Rand würde ich in Real Life so oft stolpern. Same. Das macht den Busch doch kleiner. Stimmt, das ist ja ein Objekt. Wenn wir den einen kleiner machen. Oder zwei. Fühlt ihr das denn oder sagt ihr so, nee? Ich finde es eigentlich ganz cool. Dann können wir halt das Weiße unten sogar noch wegmachen. Ich fühle den Busch. Der Bot hat sich so gedacht, nee. Jasmin, reiß sie zusammen. Kimi, mach's gut. Schön, dass du da warst. Okay, ihr findet's gut. Dann machen wir das doch. Bisschen näher noch. Kleines bisschen muschig noch. Dann mache ich das hier unten weg. Ich finde es süß, oder? Ihr habt recht. Es gibt pinke Blümchen. Das macht's ja noch viel besser. Fantastisch. Amazing. Zack, Geld gespart. Also so, how to get rich fast. Und dann kommt nämlich der Blumen, wie heißt das, Briefkasten, einfach auch hier aus dem Busch raus. Toll. Das ist ja ganz super toll. Okay, dann brauchen wir jetzt noch eine Mülltonne, bevor alle hier, ne, noch einen Anfall kriegen. Wir könnten ja sogar hier einen Parkplatz simulieren. Leute, let's go. Wenn wir schon mal jetzt, ne, jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir drin. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Welcher Dings ist das? Der hier, ne? Ja. Und dann können wir nämlich da perfekt den Mülleimer hinstellen. Machen wir das denn bis zum... Nee. So.
Warte mal, dann machen wir da vielleicht das Abtrennungsding hin. Vielleicht dafür echter Boden und kein Terrartool. Ja, aber ich finde das cool, wenn das gleiche ist wie das hier. Also klar, da können wir dann auch echten Boden nehmen. Aber ich glaube, ich finde es gut so. Dreck. Ich will mal gucken, wie das aussieht, wenn wir jetzt hier drinne komplett Dreck machen. Oder, warte mal ganz kurz. Wenn wir hier jetzt auch noch so machen. Oh ja, ich glaube, so ist gut. Und dann könnten wir halt theoretisch hier Erde hinmachen. Ich glaube, ich cool. Vielleicht können wir dann dahinter noch ein paar Blümchen oder so machen. Echter Boden kostet, genau. So nehme ich. Das sind hier die Sparhacks. Oder Steine, Leute. Können auch nochmal in Debug gleich gucken, aber erstmal ist es immer so nervig, sich durch den ganzen Debug zu wühlen. Ich muss mir wirklich mal die Beta-Build beim Mod runterladen. Es wird Zeit. Jetzt, wo ich eine echte Baumeisterin bin. Ich habe sogar Custom Content Steine. Einfach die Steinfrau, ne? Ah, der war, glaube ich, ein bisschen viel. Ich glaube, das ist alles zu wild. Von denen vielleicht so ein paar noch dahin machen. Oder finde ich das zu viel? Wir testen mal und entscheiden dann. Mit dir mit oder ohne besser? Steinis, Steinis, Steinis. Ein pinkes Fahrrad wäre auch toll, ja. Ist ein bisschen viel mit den Blumen. Mit. Okay, die meisten sind für mit. Okay. Aber eigentlich wollte ich eine Mülltonne kaufen, ne? Gut, dass wir ja... Also, so ist das immer. Also, ich will ja Dinge schaffen. Ne? Und an Dinge denken und so. Aber dann ist da mein Hirn plötzlich wieder ganz woanders. Was sind denn Mülltonnen? Apparate? Tatsächlich. Gibt's eine pinke Mülltonne? Nee, ne? Schade. Ich hätte sehr gerne eine pinke Mülltonne gehabt. Ich will ja an alles Wichtige denken, auch Nina 70 Simoleons für einen Stein. Ja, aber es ist ein toller Stein. Im Debug gibt es Autos, ja. Da kann einem schon mal ein Parkplatz dazwischen kommen beim Mülltonnenkauf. Eben, jeder kennt das doch. Man geht in den Laden, will eine Mülltonne kaufen, kommt mit einem Parkplatz nach Hause. Also, mein täglich Brot. So, und dann ist nämlich hier hinten die Mülltonne. Fantastisch. So, und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz in Debug. Ich muss kurz hier meine schlaue Liste aufmachen. Hä? Ah, da. Eins. Zwei.
reicht. Rest brauchen wir nicht. So. Ach verdammt, jetzt habe ich schon wieder ein Auto und einen Parkplatz gekauft. Doch dabei wollte ich noch eine Mülltonne. Ja, Dinge, die man täglich... Guck mal, Profi, ey, wir sind direkt bei den Autos gelandet. Aber gibt es auch ein pinkes? Wir brauchen noch ein pinkes Auto. Weil das geht doch nicht. Wir können uns doch nicht ein orangenes Auto vor die Tür stellen. Gibt es, weiß das jemand? Wir haben doch hier so Debug-Profis. Weiß jemand, ob es ein pinkes, also ne, so ein weißes wäre auch noch okay. Können wir gerade auch noch verkraften. Aber gibt's ein pinkes? Es gibt kein pinkes, sagt Lina aus dem Lurk. Hallo, Linchen! Das ist natürlich sehr schade. Dann gibt es jetzt ein weißes für Barbie. Let's go. Oh mein Gott, süß! I love it. Okay, jetzt kommt noch ihr Blumengarten hinten. Wir müssen mal erstmal kurz... wir brauchen Zaun, Leute. Achso, nee, ich wollte da ja einen anderen Zaun nehmen. Das ist natürlich, das bricht uns jetzt das Genick. Ich sage es euch. Weil ich will natürlich so einen richtig tollen Lattenzaun. Wo ist er? Ja, so einen hier. Oh, ist der toll. Oder den hier. Ach, toll. Achso, nicht Lurk, bin gerade erst gekommen. Hallo! Perfektes Timing. Ja, das Weiße passt auch super. Das ist schon gut so. Aua. Aua, 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 aua. Wir machen nur so viel, wie es jetzt geht. So. Okay. Und VR-Pleite. Ladies and Gentlemen. Wir haben kein Geld mehr. Aber immerhin, also wir haben Garten. Von draußen. Also wenn man, guck mal. Wenn man von vorne guckt, denkt man, ach shit, in den, ja okay. Aber guck mal, wenn man von uns so guckt, denkt man, shit, nee, in den Garten komme ich nicht rein, da sind ja Türen. Zäune meine ich. Ziel des Tages war Geld weg, genau. Ganz klar. So, wir müssen noch mal ein bisschen, das ist ein Paradies vorgepflanzt und das auch. Dann die Lilie. Das ist auch eine Paradiesvogel. Das ist eine Lilie. Wir machen hier dann noch so einen richtig schönen Blumengarten. Mit so einem, so einer Pagode da drüber oder so. Schön. Wir müssen noch Stufen von der Terrasse. Ja, also hier müsste noch eine Menge. Ne? Hier müsste noch eine Menge. Aber naja. Es ist nicht drin. Wenn die hier auf der Terrasse sind, denken die sich halt, ja, shit. Ne? Hab verloren im Leben. Geht nicht mehr. Es geht nicht zurück, es geht nicht nach vorne. Das Leben ist vorbei. Aus dem Inventar. Oh! Den Mülleimer brauchen wir auch nicht mehr. Den brauchen wir auch nicht mehr. Dann können wir noch mal ein bisschen mehr Zaun machen. Guck mal. Jedes Mal ein bisschen mehr. So ist doch schön. Barbie Traumhausvilla. Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja wohl... Also ich würde einziehen. Ich würde einziehen. Jetzt lassen wir Barbie nämlich noch hier den Müll wegräumen, weil wir jetzt haben wir nämlich hier, ne? Nen Dings. Warum ist sie so komisch da rumgegangen? Guck mal, er räumt den Teller weg. Oh mein Gott, es ist traumhaft. Chiara, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Guckt es euch an, wie glücklich alle sind. Guckt mal. Wow. Und sie will direkt Techtelmächtchen. Alright, Barbie. Alright. Wartet, was wir jetzt auch noch ganz kurz machen, ist das Katzenklo säubern, damit wirklich auch alles schön aussieht. Aber ich bin wirklich sehr happy mit unserem ersten Barbie-Haus. Ich finde, es sieht sehr gemütlich aus. Es ist die perfekte Größe für zwei. Und wenn dann das erste Baby kommt, dann müssen wir halt ganz schnell expandieren. Mega schön, du warst echt flott. Ich werde immer besser, ne? Ich glaube, weil ich so langsam weiß, was es so gibt. Guck mal, sie ist einfach erstmal ready für einen Nap. Sie ist einfach ich. Laurent, so bin ich hier gelandet. Ja, aber guck mal, wie glücklich er ist.
Hat er eine Stimmung? Ich will mal kurz gucken. Hat er eine Stimmung? Der Mann ist glücklich. Leute, dekoriert wegen guter Umgebung. Dekorationen sorgen für eine schöne Umgebung. Seht ihr? Er findet sauber, blitzblanke Umgebung. Er ist einfach nur glücklich. Es ist einfach alles schön für ihn. Guck mal. Toll, toll, alles toll. Frisch und fröhlich. Alles ist frisch und fröhlich, Leute. Perfekt. Es ist so schön. Ich freue mich jetzt schon so sehr auf Mittwoch. Ich würde am liebsten jetzt schon spielen. Und du, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Laila, danke schön fürs Kompliment und herzlich willkommen. Ist dir bewusst, dass da etwas weiß zwischen dem Pink ist? Ja, es tut mir auch ein bisschen in der Seele weh, dass hier so viel weiß ist. Nee, aber ich finde auch. Also es ist zwar sehr pink, aber ich finde, es ist trotzdem noch machbar. Also es ist... Ja. Also... Einfach nur toll. Was wünscht er sich noch? Mit jemandem flirten? Okay. Barbie, was denkst du? Ja, was habe ich da gerade gegessen? Barbie, unausgewogene Ernährung. Die Zeiten sind vorbei, Barbie. Guck dir diese Küche an. Dein Traum von Küche. Okay, jetzt wird aber gespeichert, sonst machen wir hier jetzt... Spielen wir ja gleich aus Versehen noch. Nee, aber am Mittwoch geht's endlich los. Ne? Gameplay-mäßig. Dann können wir richtig Barbie Legacy spielen. Und, oh mein Gott, Mittwoch so ein... aufregender Tag. Mittwoch erzähle ich euch dann wieder im Stream von meinem Projekt. Ich habe jetzt schon Spitzenende. Wir spielen dann Barbie Legacy in unserem ersten richtigen Haus mit Ken. Es wird einfach nur toll. Also ich freue mich sehr auf Mittwoch. Ja. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich lese schon. Ihr freut euch auch. Das ist schön. Das freut mich sehr. Also Mittwoch um 16 Uhr gibt es hier Streamy. Und jetzt gucken wir mal, wo wir an diesem wunderbaren Montagabend noch hingehen können. Flex. Oh. Flex, flex, flex. Flex, flex, die flex. Melli. Flex, flex, flex. Hier musste jemand mal ganz kurz flexen. Melli, da gibt mir den Punkte Flex. Genau, wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Ne? Ja. Ne, pst. Da hast du den Lukas hier angemacht. Wir waren lange nicht mehr in der Sims-Kategorie, ne? Gucken wir mal, was da so geht. Was geht in der Sims-Kategorie? Kopfinhalt. Wir gehen Kopfinhalt raiden. Die ist so eine süße Maus. Da gehen wir hin. Die spielt auch Sims. Let's go. Was macht sie denn? Werwolf-Babys wie am Fließband. Das klingt nach uns, würde ich sagen. Ach, Sabrina war auch live. Ja, jetzt gehen wir mal zu Kopfinhalt. Das sind beide Sims, also könnt ihr euch selber entscheiden, wo ihr hingehen möchtet. Wir düsen da jetzt einmal hin. Ich glaube, die kennen viele auch noch nicht. Wir haben es aber auch schon mal geradet. Das ist auch eine Zuschauerin hier. Und dann habe ich mal irgendwann entdeckt, dass sie auch streamt. Da freue ich mich immer dann sehr, wenn ich das dann so nebenbei entdecke. Ich hoffe, es hat euch auch Freude gemacht. Erstmal YouTube, auf Wiedersehen. Tschüss.